steht in der Bild-Zeitung und ist Tränen am Weinen. Das steht so. Ja. Er meinte so, Walla Bushido hat sich gepostet und hat gesagt, alles Gute zum Album. Und ich hab mir dein Album gegönnt. Ich so, sag Walla. Der so, Walla. Aber es war jetzt, das war's. Du hast repostet und das war's. Ihr habt jetzt nicht nochmal, ey, gecallt oder nochmal... Das war's. Ist das Ding jetzt für dich dann zu? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce, eine neue Folge von Was los? Freunde, yes, yo, wir sind am Start. Das ist Weihnachten, das ist der erste Weihnachtstag, 25. heute. Ich mache euch die Folge fertig und relativ spät am Abend bekommt ihr sie dann, weil ich muss noch hier noch ein bisschen schneiden, hochladen und so weiter. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Ich hoffe, ja, ihr habt einiges an Geschenke bekommen und auch Geschenke verteilt und auch mal an die gedacht, die nichts haben. Ja, ich weiß, das ist super corny, super cheesy, aber... Denkt einfach dran, ich bin immer noch, wie ihr sehen könnt, super müde. Meine Haare sind am Start. Ich habe meinen Weihnachtspulli angezogen, um in Form zu bleiben. Das hier ist Manuelsen, Jahresrückblick. Er hat seine Frau mitgebracht. Ich halte das Intro kurz, Freunde. Das hier ist einer der letzten Folgen. Natürlich gibt es noch Flair-Jahresrückblick. PA am 1.1. und so wie es aussieht, habe ich keine bessere verrückte Idee als die Badewanne-Folge. Aber ich wollte immer eine andere machen, aber... Ich glaube, es wird auch die Balwan-Folge wieder mal geben. Dazu könnt ihr dann mal wieder Fragen stellen. Yes, yo, auch jetzt, Freunde, werde ich das Intro kurz halten und wünsche euch erstmal viel Spaß mit der Folge. Yes, yes, yo, Manuel sind in the house und wir haben einen Special. Wir haben einen sehr, sehr, sehr speziellen Gast heute dabei. Manuel, bitte sag du. Also, wir haben die wunderbare, bezaubernde, oft versucht zu erreichen, aber niemals geschaffte... Mrs. Schatten, wir haben die Nadja mit dabei. Zum Jahresrückblick habe ich meine geliebte Ehegattin mitgebracht und wir reden einfach so ein bisschen, was so passiert ist, weil wir haben ja ein bisschen noch was erlebt dieses Jahr, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. So einiges, ne? Also, wenn ich das sagen darf, du siehst aus, als hättest du nie was anderes gemacht. Also Kopfhörer und Mikro steht dir gut. Sieht aus, als ob du gleich ein paar Bars hier kickst. Nee, ich habe so eine unvorteilhafte Frisur, deswegen rutscht mir sonst runter. Ich habe tatsächlich, als ich gerade hochgekommen bin, wir haben es, glaube ich, schon einmal gesehen in Stuttgart bei dem der Tisch. Ne? Der Tisch. Aber ich muss sagen, als ich gerade hochgekommen bin in der Küche, wollte ich kurz sagen, ist die Rola da oder was? So ein bisschen Ähnlichkeit mit der Rola, ne? Ja, jetzt die R&B-Sänger. Ja, ja. Yes, yes, yo. Also, wir haben uns getroffen, Manuel und ich, wir haben uns vor einer Woche unterhalten, nachdem die Videos draußen waren, die Interviews, was los und so weiter. Da haben wir abgemacht, ey, lass uns doch nochmal zum Ende des Jahres nochmal treffen und jahresrückblickmäßig mal checken. Einmal ein bisschen persönliches Jahresrückblick, persönlicher Jahresrückblick. Und einmal... Ist ja auch in der Hip-Hop-Szene sehr viel passiert. Lass uns quatschen. Lass uns auch mal einfach ein bisschen durchgehen. Und klar, du hast jetzt, also ich weiß jetzt nicht genau, wann das Video rauskommt, aber gerade läuft deine Release-Woche. Dein ja. Album kommt. Dein Album ist draußen, am Freitag sind wir. Genau, und viele von euch haben das Album wahrscheinlich schon gehört. Und wo ich mal sagen muss, ich habe bis jetzt noch nie so eine Resonanz auf ein Album gekriegt. Wie ja, lass uns darüber gleich reden, das ist sehr interessant. Und das auf jeden Fall. Dann reden wir auch noch über eine andere Sache, auf die du sehr, sehr heiß warst. Nämlich unsere Freunde von The Dome. Oh. Da war wieder ein typischer Manuelsen-Anruf, wo ich fast Unfall gebaut habe. Ja, Manuel, ich bin am Autofahren. Rose, wir müssen reden. Ich muss denen das Ende bringen. So was? Bis am Ende bringen. Und wir machen das direkt am Anfang, damit das hinter uns haben. Ja. Ich habe das wahrscheinlich im Bild schon gesehen. Letztes Mal habe ich dir was versprochen. Oh. Diesmal habe ich es dabei. Das ist aber nett. Freunde, ich habe, was denkst du denn, was es ist? Ein Frühweihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht. Was könnte es denn sein? Ist es vielleicht, nein. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Ich habe tatsächlich ein Samsung-Geschenk gekriegt. Erste Mal, dass ich was krieg, Schatz. Guck mal, ich hab einen Samsung gekriegt. Kannst du mir auch direkt erzählen. Und ich freue mich natürlich sehr darauf. Das ist eine sehr großartige Geste von den lieben Leuten von Samsung. Midnight Black Samsung S9 Plus. Hoppala Zippi. Guck mal, was wir alles gekriegt haben. Wir haben Dings gekriegt.
Du hast auf jeden Fall, ich sag mal so, deine Fans haben mich auf jeden Fall auseinandergenommen. Du hast auf Instagram so gib mir einen Samsung gestartet. Guck mal, ich mach nur noch so. Ich habe nämlich, seit The Dome, ja. muss ich meine Schattencrew, ich habe eine Schattencrew im Internet, ja. okay? Ich habe eine Schattencrew und wenn irgendwo Unrecht passiert auf der Welt, ja. ne, dann kommt so ein König im Schatten, wird an den Himmel projiziert. Batman-mäßig, ja. Projiziert. Projiziert. Oh, ich weiß, projiziert, ich sag extra, projiziert. Und auf jeden Fall, die folgen mir im Internet. Ich habe eine Armada von wahnsinnigen Leuten im Internet jetzt. Yes. Die folgen mir einfach. Und wenn ich irgendwas haben will, dann setze ich einfach denjenigen seine Seite so lange unter Druck, bis der sagt, Rallas, du hast mich gefickt, hier, nimm. Nur hol deine Leute von meiner Seite runter. Ja, du hast wirklich. Ja. Ich wollte dir das eh geben, aber die haben mich auseinandergenommen. Also. Ja, lass uns doch ein Interview machen, das kannst du da speichern. Ja, 64 GB? Ja. Wow. Das ist ein bisschen mager, ne? Wie? Kannst Speicherkarte reintun? Und weißt du, was das Beste daran ist für dich? Ehrlich? Was denn? Das ist, warte mal, ich will mal eben scharf machen. Das ist Duo. Das bedeutet zwei SIM-Karten, mein Freund. Du als Bekennender, jede Woche, ich wechsle meine Nummer. Ja. Bitteschön. Ah, zwei SIM-Karten. Ja. Das ist gut. Er reicht für zwei Wochen. Reicht für zwei Wochen. Was ist denn hier los? Olle, ja, lass doch das gleich machen. Ja, wir haben richtig, Janne, das ist ein... Ach so, warte mal. Amanakri, ne? Ah, so, mit Gewalt geht alles. Das geht auch mit Liebe, aber bitteschön. So, einfach so. Ach, das Ding ist das. Warte, ich muss dieses Samsung gucken. Direkt. So, hier haben wir das neue Samsung. Guck dir das an, Junge. Schick, ne? Wallah, sexy. Yes. Ich habe ein Samsung gekriegt. Erste Mal, ich krieg was geschenkt, wallah. Ja, das stimmt gar nicht. Nee, so, von wegen so im Interview hier. Für dich so, Janne. Ja, Bruder, lass uns ein Interview machen, dann kannst du das... Okay, wir machen ein Interview, okay. Lass mich nur was... Danke an Roos und danke an Samsung Galaxy 9 Plus hier. Dankeschön. Much love. Ich will nur ganz kurz sagen, Freunde, auch für euch zu Hause, der Kollege Manuel hat... Zeigt mir das mal. So ein Gerät, aber auch andere Sachen könnt ihr... geht einfach auf samsungmobile.de auf Instagram. Mhm. Verlinke ich, da wird jetzt die ganze Zeit schöne Geschenke rausgehauen. Da könnt ihr mitspielen bei dem Samsung Wunschzettel. Macht damit, da könnt ihr auch so ein schönes Gerät gewinnen. Ich werde darüber hinaus noch weitere verlosen, auch an euch. Nicht nur an Rapper, die sowieso Kohle haben für alles, sondern auch an euch. Und checkt einfach meinen Instagram-Kanal und ihr werdet dann wissen, wie wir das machen. Yes, Freunde! So, yes, yo, das für die Leute da draußen, damit die wissen... So, damit die wissen, dass sie das wirklich gemacht haben, damit sie mich in Ruhe lassen. Ich setze dich unter Druck, wenn ich irgendwas Neues haben will, dann wirst du sehen. Yes, yes, yo. Ja, okay, das haben wir erledigt. Schönes Teil aber, muss ich sagen. Immer wieder, kennst du das, so ein neues... Das Schönste ist jetzt kein Werbung so, bla, aber wirklich das Geilste ist, wenn du... Ich will es jetzt nicht machen, ich lass dich das machen nachher, aber das Schönste ist, wenn du die Folie so abziehst. Abmachst und dann das so. Da ist, yes. Dafür lohnt sich ein neues Hin. So, jetzt aber hier genug hier die Promo. Bang, bang. Genug Spaß gehabt, Freunde. Wie gesagt, auf samsungmobile.de oder beziehungsweise auf Samsung Mobile, ich verlinke das, könnt ihr einfach auf Instagram, da sind wir jeden Tag während der ganzen Zeit bis Weihnachten, hauen wir Sachen raus, könnt ihr auf jeden Fall so einen Teil gewinnen. Ich habe übrigens ein Dings für dich dabei noch. Was? Hast du das dabei? Headset? Nee, so ein Ach, so eine Schale. Schale, so, okay. So eine Schale, so eine Schale. Aber machen wir gleich. Okay. Alles gut. Yes, yo! Mhm. Jetzt aber, was ist alles passiert dieses Jahr? Was würdest du sagen, bevor ich durchgehe, was das Jahr gebracht hat, was würde dir spontan so einfallen? Was ist dieses Jahr 2018? Mein sehr langes Jahr auf jeden Fall. Was, sag mal so deine Highlights. Fällt dir spontan was ein? Ja, da muss ich mal kurz... Natürlich. Also, die Nadja hat Geburt gegeben zu dem, glaube ich, ansehnlichsten und wundervollsten Kind, was es gibt auf der Welt. Das sagen ja Eltern immer über ihr Kind. Naja, ne? Und sie haben das schönste Kind. Die macht man immer. Ja, aber die ist wirklich so... so ein richtiger Sonnenschein. Ja, alles Lob gebührt Allah für dieses Kind. Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Habt ihr dieses Jahr geheiratet eigentlich? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr schon. Ah ja, danke nochmal für die Einladung. Ich konnte leider nicht kommen. Ne? Sehr korrekt von dir. Sehr, sehr nett von dir, mich eingeladen. Ja, sehr korrekt von dir. Ja, das war so auf spontan. Wir haben so auf schnell geheiratet. Lass
Also Las Vegas mäßig. Aber das war wirklich sehr, sehr papp zu heiraten. Ne? Bei mir keine halben Sachen, du weißt der Batsch. Sagen wir mal, Nadja, sagen wir ganz ehrlich, wir sind hier bei Ruth, wir können ganz offen sein. Was haben deine Eltern gesagt, als sie ihn angeschleppt hast? Also meine Mutter war eigentlich direkt begeistert von ihm. Und Habibi. Also der hat sich auch direkt mit dem Arabischen eingekauft, also da war es safe. Okay, das ist gut, das ist gut. Der ist gut. Die war direkt von ihm angetan eigentlich. Bis jetzt immer noch. Und dein Vater hat bestimmt gedacht, der bringt die Möbel hoch. Wer ist der junge Mann? Wer ist das? Der stark, der arbeitet wohl hier. Nee, du willst heiraten. Ja, der Antrag war auch sehr besonders. Erzähl mal. Der Antrag war, ich wurde schon mal auf Instagram gefragt, wie hast du eigentlich Antrag gemacht? Ich habe gesagt, das war kein Antrag, das war eine Ansage. Also, nee, es gibt kein Nein. Sag mal ehrlich jetzt hier. So, oder nicht? Also, aber so auf süß, auf nett so. Halb. Ich berichte. Okay. Wir hatten einen Urlaub nach Griechenland, Santorini, gebucht gehabt. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich saß bei meiner Mutter, es klingelte das Handy, ich ging ran. Ja, hör mal zu. Gott. Hallo, ey. Sollen wir heiraten oder nicht? Machen wir aus dem Urlaub Flitterwochen. Nee, ich habe nicht gesagt, sollen wir heiraten oder nicht. Ich meine so, aber ey, guck mal, ich mache keine Sachen, heiraten, safe. So, Daniel. Also das war so... So. Sollen wir, willst du oder willst du? Das hast du aber gesagt. Willst du oder willst du? Ich so, willst du oder? Jetzt am hart machen so. Dabei sein Herz am flattern, wenn die Nein sagen, was mache ich dann? Wer sagt mir Nein, Bruder? Ich bitte dich, Bruder. Das stimmt. So. Das war voll schön. Und dann. Und was hast du dann gedacht? Hast du nicht gedacht, ey, Alter, mach mal ein bisschen romantischer, ich werde nur einmal heiraten? Also ich dachte im ersten Moment, okay, der will mich erstmal verarschen. Der will mal erstmal Spaß. Ja, ja. Und dann, was hast du gesagt? Ich habe es ernst genommen und irgendwann nach ein paar Tagen beim Frühstück, na sag mal, was war das? Das Telefonat letztens, er so, ja doch, habe ich schon ernst gemeint. Ich so, okay. Ja, aber da war schon schnell klar, so. Also gut, ich weiß nicht, wie lange du den Manuel vorher kanntest. Ich sag dir, da hast du noch nicht drüber nachgedacht, oder? Du hast einfach so rausgehauen und später wolltest du nicht sagen, so, okay, Mama, wie lange hast du darüber nachgedacht? Ich kenne dich doch. Mich? Ja. Nein, guck mal, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie kennengelernt habe, wollte ich mit Frauen nichts mehr zu tun haben. Also, jetzt nicht in dem Sinne. Also, ja, du, schon, also aber auf ernste Beziehung, ich hatte keinen Bock. Aber sie war so, also ist auch eine Person, sie redet immer leise, immer einfühlsam und sie ist so ein beruhigender Pol. So. Und wo ich sie kennengelernt habe, ich habe mich seit langer Zeit bei niemandem mehr wohler gefühlt als bei ihr. Mhm. Und dann habe ich gesagt, die, warte mal ab, die lasse ich nicht mehr. Wie lange? Süß irgendwie. Ja, irgendwie. Kanntest du Manuel, wie lange kanntet ihr euch vorher? Schon eine lange Zeit. Ah, okay. Also kanntet das euch schon. Erste Foto zusammen, weiß ich noch, war ich 17 und du müsstest 27. War ich 17 und du 36. Nee, aber. Nein, also ich weiß nicht ganz genau, war ich selber mit einer Truppe unterwegs, da hatten wir einen Clubauftritt und er war der Special Gast mit Ramzi Aliani damals. Hm. Ah, diese Zeit, aber das ist ja schon Ewigkeit. Hm. Aber wir waren damals schon Special, Janne. Aber hast du gesungen oder Musik gemacht? Ich habe damals bei Hood Production gerappt und ja. Na so krass, okay. Hatten wir halt einen Clubauftritt und er war. Und ab dann hattet ihr euch so wahrscheinlich im Kopf, aber dann habt ihr euch erstmal jahrelang nicht gesehen. Genau, ne? Genau. So also, aber ich wusste immer, dass so eine geile Tunesierin in Münster wohnt. Ja, also dann. Ich will jetzt nicht, ich will keinen Fitner machen, aber... Der will die Retourkutsche. Nein, alles gut. Von dem anderen Interview. Nein, du hast meine Beziehung zerstört. Jetzt sitze ich hier und habe die Chance. Nein, alles gut. Ich habe dir gesagt, guck mal, ich kann das regeln, voila. Nein, aber sag mal, Bruder, sag mir mal, wie geht's weiter? Dann hast du irgendwann gesagt, meinst du das ernst? Und dann hast du darüber nachgedacht oder hast du schon mal darüber nachgedacht gehabt? Nein, also für mich war das eigentlich schon recht früh klar, dass das so der Richtige für mich ist. Also wir hatten aber auch direkt die absolute... Du bist mutig. Du bist auch eine sehr mutige Frau. Nein, wir hatten aber auch direkt die erste Beziehungsprobe, weil wir direkt in einer
Kennenlernphase auch zusammen im Urlaub waren. Und ah, okay, ja, das ist ja meistens Gruppe. Dann, ja, meistens ist da, dann genau, schon vorbei. Genau, und da war klar, ey, wir haben uns nicht einmal gestritten, glaube ich, wir haben uns super verstanden und ich habe mich auch mit seinen ganzen Freunden einfach perfekt verstanden. Da war einfach klar so. Okay, zwei Sachen. Ihr habt euch nicht einmal gestritten. Okay, du bist die erste, der erste Mensch auf der Welt, der das gesagt hat. Du hast ihn direkt genommen. Manuel, sie haben nicht mal alle Labels direkt genommen. Ja, nicht? Guck mal, was du mit mir machst. Von A bis Z alle Labels haben gesagt, wir wissen nicht, schwierig, schwieriger Freundeskreis, verrückter Mann, Streit, live, Instagram live. Du bist ja wirklich, Manuel, halt sie fest, ich weiß nicht, was ich sagen soll, halt sie fest. Nein. Noch jemand wie sie wird nicht kommen. Guck mal, ganz ehrlich, ja. das Ding ist ja so, du weißt, wir Ruhrpotter, wir sind sowieso immer ein bisschen rougher gewesen, ne? Und ich habe sie aus dem konservativen Münster, da habe ich sie kennengelernt. Und also du kommst aus Münster, ne? Mhm. Und wo ich sie kennengelernt habe, ich schwöre auf alles, die hat Scheiße nicht gesagt. Wow. Und du so, hast gehunzt. Sie hat Scheiße nicht gesagt, so. Und sie war 7 Tage mit Fırat, Azad, Deep, Sali, Can, Samer und mir. Habe ich einen vergessen? Hm? Habe ich einen vergessen? Ne. Mit uns war sie auf Gran Canaria. Ja. Ne? In diesem Urlaub wurde übrigens auch die Drecks GmbH gegründet, aber die, da hatte das noch so einen anderen, Grind. Und nach diesem Urlaub wurde dieser Ruhrpotter-Wahnsinn in ihr Gehirn gepflanzt. Ach, du und seitdem, du kannst sie ohne alles in New York rauslassen. In einem Jahr später gehört der Times Square. Ja. Oh Mann, verrückt. Ja, gut. Gut, dann habt ihr geheiratet, aber ziemlich schnell, ne? Mhm. Also, wie lange hat das gedauert nach dem Ja-Sagen bis zum Heiraten? Das ging ja schon relativ schnell. Zack, zack, keine Ahnung. Zack, zack, batsch. Ja, gut. So. Weißes Pferd, dies, das, man kennt das. Und wahrscheinlich. Das war eine sehr schöne Hochzeit. Also, auch wenn das sehr kurzfristig war, aber es war wirklich wunderschön. Sehr schön. Mhm. Wirklich sehr schön. Ja, lass mich mal ein bisschen hier Fitner reinhauen. Also, kennst du den Song Dear Christine? Das ist ein Assi, ne? Ey, Manu, darauf habe ich sehr lange gewartet. Ey, guck mal, ist gar kein Problem, Bruder. Dear Christine. So, wie alt war ich da, Bruder? Ja, das war einer der schönsten Lieder. Ich glaube, die meisten Fans hast du durch diesen Song damals auf dich aufmerksam gemacht. Ja, das kann sein. Damals. Musstest du auch ihren Ex-Mann hauen oder ging das so? Ein sehr lebhafter Song. Ja gut, gut, gut. Ja gut, das war auf jeden Fall Kind ist am Start auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall, denke ich, das sowieso privat das größte Highlight. Ne? Safe. Das ist ja eigentlich so mein zweites Kind, so vom Ding her. Ja. Ne, und, vom Ding her ist es mein zweites Kind. Seid ihr so ein bisschen Patchwork? Ja. Aber in diesem Gefüge, in diesem Ehegrind, weißt du, ist das halt nochmal, das war das halt ein ganz neues Gefühl so. Und das ist eine der erfüllendsten Sachen, die man sich als Mann so vom Ding her vorstellen kann. Weil egal was schief läuft, draußen, geschäftlich, in der Szene oder sonst irgendwie so. Am Ende kann ich immer sagen, weißt du was, scheiß drauf, ich fahre einfach nach Hause, ich spiele mit meiner Tochter, ich halas. So, das ist... Der Ruhepol. So. Voll, absolut, ja. Absolut. Das ist was ganz Besonderes. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, der in einer intakten Beziehung ist oder in einer intakten Ehe ist und es noch nicht gemacht hat, soll es auf jeden Fall tun. Mhm. Safe. Habt ihr euch schon mal kennengelernt? Ja, sicher, ne? Du und deine Tochter, ne? Du hast eine Tochter noch, ne? Ja, hab ich auch. Die haben sich noch nicht kennengelernt. Ne. Ach, echt noch nicht? Nee, noch nicht. Okay. Nee, noch nicht. Ja. Ja, gut. Okay. Hast du privat noch einen Highlight, den du verraten möchtest, der 2018 Highlight war? Wir sind auf jeden Fall umgezogen in eine vermeintlich schönere Gegend. Ja. Sonst noch irgendwas Highlight-mäßig? Also aus Mülheim weggezogen? Nee, nur nein, in Mülheim geblieben, aber in eine coole Ecke. Ja. Bei dir? Ich überlege. Also was ihr hier verraten dürft.
Ja, du hast Ben Flieger gestartet. Genau, stimmt, stimmt. Ja. Was ist das? Also ein Shirt? Genau, erzähl ruhig. Ist ein Brand von mir gewesen oder ist immer noch. Und das war eine Idee, dass ich das gegründet habe für alle unterdrückten Frauen, die es halt in Region Afrika gibt, die einfach in unterdrückten Beziehungen leben und nicht die finanziellen Mittel haben, sich von ihren Ehemännern quasi zu trennen und zu den Frauenhäusern zu gehen, da die Frauenhäuser einfach in ja, katastrophalen Zuständen einfach sind, hatte ich mir überlegt, einfach T-Shirts zu verkaufen und Teil des Erlöses an die Frauenhäuser weiterzugeben. Und so ist das mit Benfrika entstanden und es war ein richtiger Boom einfach. Echt? Ja. Okay. Was bedeutet das? Übersetzt das mal noch. Benfrika ist übersetzt Tochter Afrikas. Ja, ja. Und so ist das entstanden. Ja, interessant. Mit der Idee. Mhm. Nice, auch gute Sache das, also Charity. Gut, das ist privat. Jetzt lassen wir mal ein bisschen Business reden. Rap Talk, Rap. Wenn du bitte nicht ganz so nah reingehst, dann ploppt das nicht. Das ist, ich sehe gerade, das ist den lautesten Ausschlag hier von allen. Ich habe auch den. Ja, ich weiß. Was. Ich habe auch den größten Bizeps von allen. Ja, auf jeden Fall, das wissen wir. Ja. So, erzähl mal rap-technisch deine Highlights des Jahres, vielleicht ohne, sonst könnte ich auch noch mal reingucken, aber vielleicht mal schaffst du es vielleicht so zu sagen. Also, Highlight dieses Jahr, Rap, war auf jeden Fall Azimemo, Surf and Turf. Ist auch ein nice Album. Wenn du mich fragst, guck mal, der füttert. Surf and Turf ist auf jeden Fall eins der Highlights gewesen dieses Jahr. Check das ab auf jeden Fall. Azimemo, der Bra. So. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Das war ein Highlight auf jeden Fall. Dein, ein anderes Highlight, ja, dieses Jahr ist sehr viel passiert, ja. Ja, ein anderes Highlight war auf jeden Fall... Haben wir dieses Jahr eigentlich der Tisch gemacht mit Flair? War ja, das war doch im Jahr? Sommer. Wow, ja. Alter, das kommt mir vor wie... Nein, das war auch ein Highlight, aber das größte Highlight war natürlich, wir haben ein Imperium zu Fall gebracht. Ja, also... Wir haben ein Imperium zu Fall gebracht, wo es für den einen so gut wie zu Ende ist und für den anderen hat es einfach eine bessere Situation gegeben als vorher. Also haben wir in beiden Fällen auf jeden Fall was Gutes getan. Das Imperium schlägt zurück, kennst du das? Das Imperium schlägt zurück. Star Wars. Darth Vader. Ich bin Darth Vader. Anakin Skywalker. So, Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Aniken. Also, okay. Ich überlege gerade noch, bevor ich mal reingucke, ich kann mal reingucken, die Fans haben auf jeden Fall deinen Jahresrückblick auf jeden das Fall. War das für dich kein Highlight? 2018, das fing ja auch schon 2017 an. Ne? Ja, aber jetzt, ja. Das war ja der Bruch so mit, so wie ja. Ich gesagt habe, so dieser Blitz bei Rap Update. Ja, also ein Tiefpunkt war das auf jeden Fall. Aber ja, für einige war das ein Highlight. kann man so sehen, ist Ansichtssache. Ist ja Ansichtssache, wo man steht. Es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, damit hat niemand gerechnet, sagen wir mal so. Mhm. Oder? Ja. Also, wenn ich ehrlich bin, doch. Weil, guck mal, wir sind so schön rein in das Ding gegangen, immer wieder. Ne? Von der Seite, dann von der anderen Seite nochmal rein. Und dann da nochmal rein. Und nochmal, hey. So, und irgendwann ist es ja auch dann klar geworden, dass das Ding nicht so unantastbar ist, wie es schien halt. Und dass das irgendwelche Folgen haben wird, das war mir klar. So. Ja, das war absolut. Und so ist der beste Ausgang. Weißt du, ich meine, so ist der beste Ausgang. Also, vielleicht ist es ja noch nicht ganz Ende, aber so, wir sind auf jeden Fall guter Dinge. Alles ist positiv. Alles gut. Und du hast auf jeden Fall, ihr seid dabei, euch ein Imperium aufzubauen. Ich habe auch ein Foto gestern gesehen. Firat hat ein Foto gepostet. Ihr seid die offiziell, Drecks GmbH ist offiziell. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Du bist jetzt in einer Branche. Jetzt ist nie, du, ihr kommt ja aus einer Branche, da geht es um Brüder. Da muss man ehrlich sein, Hand geben, Wort zählt. Willkommen in der anderen Branche. Hier wird gelogen und betrogen und dafür kriegst du nur ein Echo. Aber nicht bei uns. Ja, das. Bei uns kann man. Ihr müsst nicht euch hier. Du musst dich jetzt angewöhnen. Du musst jetzt viel mehr lügen. Jetzt ist Lügen angesagt. Uns kann man nicht belügen, uns kann man nicht betrügen, Bruder. Willkommen in der Musikindustrie.
Nein, Spaß beiseite. Ihr habt jetzt, also Ferrat ist offiziell gesigned. Mhm. Also mit seinem Label ist am Start. Das wird natürlich auch künstlermäßig Folgen haben. Das heißt, ihr werdet noch mehr Künstler. Ich meine, das ist eh dein Businessjahr, ne? 2018. Ja, 2018 war mein Businessjahr. Und der Ferrat ist ja jemand, der jetzt so 10 Jahre lang stabil so immer hinter mir gestanden hat, neben mir gestanden hat, vor mir gestanden hat. Ja. Und es war sein großer Wunsch, das zu machen. Ne? Und er hat dafür gekämpft, er hat sich ins Zeug gelegt und er hat es hingekriegt. Und er hat es gemacht. So, und er ist ein junger Mann, der Ahnung von der Straße hat, definitiv. Ne? Er ist ein junger Mann, der Ahnung von Hip-Hop hat, definitiv. Und er ist ein sehr zielstrebiger Typ. Weißt du, ich meine, er hat einen dicken Kopf, weißt du, er sagt nein, wenn ich das will, dann ist das so. Und er ist zielstrebig, er ist fokussiert und er macht das Ding. Ich bin mir da sehr sicher. Und König im Schatten und Drecks GmbH geht safe in eine Hand, so, weißt du, ich meine. Mhm. Aber das ist Fiddlers Ding. Das hat er sich aufgebaut, er hat das gemacht, er hat das ins Leben gerufen, er hat da investiert rein, er hat seine Zeit geopfert dafür, er hat sein Geld geopfert dafür, er hat gemacht und er hat am Ende des Tages die Belohnung gekriegt und jetzt kann es einen Schritt weitergehen und wir sind alle sehr stolz darauf und supporten ihn da limitlos, ja, ne? Limitless, auch ein guter Name für ein Label eigentlich. Mhm. Künstler habt ihr schon dafür, oder? Ja, ist doch klar. Wir haben den Dukat, wir haben genau. Den Sami. Dukat hat auch schon, Dukat hat schon eine gewisse Fanbase erreicht. Sami wird jetzt im kommenden Jahr nachziehen. Er hat noch nicht so viel released, aber er hat auf jeden Fall gut geladen. Ne? Das sind beides sehr ambitionierte Künstler. Und ja, also wir freuen uns darauf, die auf die Menschheit einfach loszulassen, weil es einfach abgeht. Weißt du, Dukat ist so ein richtiger Albaner, so wie du den vorstellst. So. Und Sami ist so ein, wenn du ihn siehst, dann bist du so, hey, sympathischer Typ, so, nett so. Aber ja, wenn der Beat dann angeht, dann zeigt er dir halt ganz schnell, dass er halt wirklich ein sehr, sehr giftiger Rapper sein kann. Sehr, sehr giftig. Und die Kombination aus den beiden ist halt so, dass es in beiden Feldern, also Street-Rap und Conscious-Rap, sage ich schon fast, ne, die sind beide da Profis. Mhm. Profis. Und da hat der Fiddert ein gutes Auge für gehabt und das werden die Leute 2019 sehen. Das ist ja dann wirklich gegen den Strich, ne? Conscious Rap ist ja jetzt nicht gerade das, was in das irgendwie Trend ist, ne? Also nee, aber einfach geguckt, ob der Junge was kann und nicht auf die Trend. Es liegt an der Produktion. Die Produktion ist es ja, weißt du, ich meine, die das irgendwie zugänglich macht. Mhm. Und das Songwriting ist es, was es zugänglich macht. Die Themen haben halt eine gewisse Essenz bei Sami. Das ist das Schöne an der Sache. Weißt du, das ist nicht einfach so, ich muss Gras dicken, weil Mama will im Haus wohnen. Der ist es nicht. Es ist halt, er ist noch wirklich einer, der sich was denkt beim Schreiben. Weißt du, das ist halt schön. Aber das gibt es ja gar nicht mehr, ne? Ja, bei Sami, da gibt es selten. Bei Cass ist es zum Beispiel auch so. Es wird halt nicht gefördert. Also es gibt es sicherlich, aber es wird halt nicht gefördert, wirtschaftlich, business-wise. Dann, wenn ich jetzt gerade ein bisschen in die Fragenrunde gucke bei Instagram, ist ja eine Sache unfassbar oft gefragt. Jetzt habe ich mich schon gestern, ist mir das schon auf den Kopf geprasselt. Jetzt kommt's vor, die sehe ich mich ab jetzt. Ja, sag doch. Easy. Ja, also, wenn er dabei schon grinst, dann ist es gefährlich. Also scheiße. Na, sag. Du musst dich einen Meter wegsetzen, wenn er gleich mit der Axt rausholt. Mach keine Axtfilme, Bruder. Ah. Lass das sehr moderat hier halten. Mhm. Zum Jahresende 2018. Der Hurensohn. Sag mal. Nein, geh noch nicht ab. Erstmal sage ich dir, worum es geht. Was passiert da? Gestern hat Bushido reagiert auf dein Album, hat dich markiert in der Story, was natürlich überraschend kommt, weil ihr bekannterweise mögt ihr euch nicht. Wie kommt das? Da hat ihr dieses Jahr aber auch zum Kind gratuliert zum Beispiel. Ja. Da gibt es natürlich immer so Schwankungen. Die einen Fans, die eine Welle sagt, hör mal, letztens wolltest du ihn noch mit der Axt umbringen. Mit einer Machete. Ich wollte ihn natürlich nicht umbringen. Verbal. Ich habe das natürlich im Zuge meiner künstlerischen Freiheit als Wortwahl benutzt, um das zu verdeutlichen, also dass das ich die Kritiker, hart dissen die werde, musikalisch. So. Das Verfahren läuft noch. Also, so. Genau, tatsächlich
Genau, du hast es verbal sehr hart ausgedrückt. Da haben Freunde des Raps wissen genau, was damit gemeint ist, andere nicht. So, Punkt. Hat er dir zum Kind gratuliert, einmal auch öffentlich und jetzt auch nochmal dazu. Was sagst du dazu? Guck mal, ich hab in meinem letzten Interview gesagt, guck mal, die Geburt meiner Tochter hat mich sehr weich gemacht. Ne? Und wo das gestern passiert ist, tatsächlich saß ich da mit Nadja Gia hat mich angerufen und hat gesagt, Mabruk. Ich sag, Mabruk, wofür? Der meinte so, Walla Bushido hat dich gepostet und hat gesagt, alles Gute zum Album und so. Ich hab mir dein Album gegönnt. Ich so, sag Walla. Der so, Walla. Ich so, ich ruf dich gleich an. Dann gehe ich so, guck ich so in mein Instagram, ich so, Walla. Ja, ne, hat der gemacht, okay. Und dann ist das immer so ein Ding. Meint er das jetzt? Genau, ist das Taktik? Ist es ernst? Ja. Ist es irgendeine Hinterlist? Mhm. Oder ist es einfach nett? Ne? Weil ich bin ja paranoid geworden bei dem ganzen Scheiß. Und dann habe ich zu Nadja gesagt, ich meine so, guck mal, Schatz, gerne, ihr Tunesier unter euch. So. Ja, sonst die Tunesier. So. Ich meine, wie meint er das und so? Was ist das jetzt? Was soll ich machen, Janne? Was ist das? Schohei. Da sagt sie, Walla khair. Sag ihm Danke und so. Das ist nett gemeint. Was wollte man so? Sie hat gesagt, Walla khair. Mach zu. Dann habe ich Firat angerufen. So, ist so, Firat, guck mal, Bruder. Guck mal, so und so ist das. Ne? Der Firat sagt auch, Walla, Bruder. Reicht, Janne. So. Mach zu, die Scheiße. Reicht. So. Sag Danke, dies, das. So. Ich so, Dann habe ich Jihad gefragt noch. Der Jihad sagt zu mir, da Krallas, macht so, Janne. Was ist mit euch los? Macht euch nicht. Bestimmt wegen Weihnachten alle so ruhiger. Nein. Aber guck mal, so, Fidat und Jihad und so, die sind auch mit mir schon durch Kriege gelaufen. Die haben auch keinen Bock jetzt mehr, weißt du, wie ich meine? Ja, aber so. Auf der einen Seite, hey, normalerweise, wenn man Streit hatte, dann kommt so eine Aktion, geil. Aber es gab so eine Aktion schon ein paar Mal und dann habt ihr wieder diese Machete ausgepackt und so. Wie denke ich mir so? Ich habe mir das gesehen, war total überrascht. Ich habe so. Ja, ich war auch überrascht. Und dann nachher habe ich dann auch gesagt, ja, Khalas, so weißt du was? Ja. So einfach geschrieben, danke. So weißt du, ich meine, einfach er hat ein. Du hast auf jeden Fall was Witziges gemacht. Du hast diese Faust-Dings gemacht. Ja. Und du hast, was sehr interessant war, wenn du das extra gemacht hast oder ob das Zufall war, eine schwarze und eine weiße Faust gemacht. Das war eine schwarze und eine braune Faust, sagen wir mal. Ja, aber du hast ihn ja, es gab natürlich immer wieder die Vorwürfe in der letzten Zeit, dass er, ja, dir gegenüber, ja, dass er hier und da ja, das ich weiß, N-Wort aber schmeißt oder ich, so. Ich benutze auf WhatsApp immer die schwarzen, also naja, die gut. Schwarzen so. Ich wollte nur sagen, das war auf jeden Fall kein Zufall. Naja, die benutze ich immer. Aber es war jetzt, das war's. Du hast repostet und das war's. Ihr habt jetzt nicht nochmal, ey, gecallt oder nochmal das war's. Ding zu. Ist das Ding jetzt für dich dann zu? Ja, Bruder, das ist zu. Tatsächlich hat man dann noch geredet. Und, Wer hat geredet? Ja, mit ihm. Du hast ihn angerufen? Ja, wir haben geredet. Echt jetzt? Ja, wir haben geredet und ich hab ihn gefragt, guck mal, Holmes, versteh mich nicht falsch, aber du wirst verstehen, wenn ich denke, dass das einen komischen Beigeschmack hat. Weißt du, deswegen frage ich dich, was. Der meint so, guck mal, ich habe keinen Bock und alles ist gut und khair. Und, Hat er khair gesagt oder alles ist gut? Ich glaube, er hat tatsächlich sogar khair gesagt. Ja, interessant. Ja. So. Und, und dann war er letztens bei TV Straßensound, habe ich so gesagt, so nach dem Motto: Hier, ich bin ja kein Hater, hier, ich habe ja dieses Mythos, habe ich ja gehört. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum er das dann auch gepostet hat. Ach so, okay, so ja, das habe ich nicht gesehen. Der meinte so, Bruder, wenn man das gibt, dann kann man das auch zurückgeben. Somit ist alles ist cool, weißt du, ich meine, alles ist cool. So, man hat seinen Standpunkt, ich habe meinen Standpunkt immer noch, ich bin mir sicher, er hat seinen Standpunkt auch, aber alles ist cool, weißt du, ich meine, alles ist cool. Gibt schönere Sachen. Also ja, ich denke, auf der einen Seite ist die Hochphase dieses Beefs ist auch schon längst drüber so, ist ja alles vorbei so. Alles andere wäre, du würdest dich jetzt zum Hund ja, machen, lange, wenn jetzt auch, ja, wenn, wie lange noch, weißt wie du? Wie lange noch? Reicht. Aber ich hätte auch verstanden, wenn du es nicht beantwortet, gar nicht geantwortet, das ist so einfach. Mhm. Aber auf der anderen Seite, hast du ja auch gesehen bei den Fragen hier bei Instagram, ohne Ende Leute schreiben mir so mäßig. Kannst du das nachvollziehen, dass die Leute dann schreiben, ey, Alter,
Wir Fans fühlen uns verarscht. Einmal Machete, einmal kein Machete, jetzt wieder Chil, dann wieder nicht so. Ist es alles Schauspielerei? Ja, ist es alles Schauspielerei. Ja, guck mal, das ist aus der Sicht der Fans, ist das so, die sehen ja immer nur das, was passiert, wenn wir den Knopf am Handy anmachen und sie teilhaben lassen. Ja. Weißt du, ich meine? So, also ihr könnt euch sicher sein, auf jeden Fall, wir sind 3 Jahre lang stabil gelaufen gegen alles, was irgendwas von uns wollte. Und da ist wirklich viel in unsere Richtung gekommen, sehr viel. Und wir sind stabil da durchgegangen, Bruder. Hm. Und wir haben uns da nicht klein machen lassen. Ganz im Gegenteil, wir haben andere Leute klein gemacht. Und deswegen. Für mich ist alles cool. Also wir haben da echt einen Kampf, gekämpft da. Und wir haben den Kampf gewonnen. Auf der Ebene. Ja. So, und das Ding ist durch. Gut. Das Ding ist durch. Ja, das ist auch mal was Schönes. 2018 ist dann endlich mal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wollte ich gerade sagen, also lass zu. Oder? Ja. Was sagt die Dame dazu? Bekommst du das mit, wenn der Mann sozusagen einen Stress hat? Und diesmal war es ja nervlich auch. Also ich kann mich dem nur anschließen, was er geschildert hat. Es ist wirklich so, die Leute sehen nur, wenn er gerade live geht oder einen Knopf drückt. Aber es passiert so viel einfach halt hinter den Kulissen, sage ich mal. Du als jemand, der jetzt, nicht seit Jahren mit Malösen diese Sache mitbekommen hat, sondern ihr seid einige Zeit zusammen, gibt es dann so manchmal, wo du so denkst, Alter, das ist doch voll der Kindergartenmann, Alter. Jedes so, Mal. Weißt du, so, was macht ihr da, Alter? Ja, weil man das nicht mehr so weil da sind so verflochtene Sachen. Manchmal, also auch bei PA und Casey, ich kenne ja auch beide lange, beide gleich gut, beide sehr lange und manchmal weiß ich gar nicht mehr, wo war der Anfang des Streits. Ja. Also, wenn wir ganz kurz nur einen Satz noch dazu verlieren, mit Bushidos Seite, okay, aber es gibt ja jetzt sozusagen, ihr gehört, sind halt zwei Seiten, Arafat ist in der anderen Seite so. Mhm. Hast du mal in der Richtung mal gesprochen oder telefoniert oder gab es da irgendwas oder ist das Ding irgendwie ruhig? Also in der Richtung gibt es ehrlich gesagt gar nichts zu reden, nichts, nicht im entferntesten Sinne zu reden und ich will es dabei belassen, so weil ich sitze gerade mit meiner Frau im Interview und wir wollen über schöne Sachen reden. Ja gut, alles wenn klar. Wenn ich alleine hier gesessen hätte, hätte ich dir eine passende Antwort gegeben. Lass lieber, aber ich will auch keinen vom Zaun brechen, es ist nur interessant, weil... Lass mal lieber das. Damit wir mal beide Seiten gehören haben. Lass mal das. Gut, dann lassen wir das Thema, dann ist das Ding durch. Eine Frage, die auch sehr häufig vorkommt, ist... Was denn? Nicht du Walla. Alles gut. The Dome. Du hast es ja schon bereits. Ich meine, einige von euch werden die Story gesehen haben. Du hast live gepostet. Du konntest wieder nicht ruhig sein. Du hast mich angerufen. Mach ein Video zusammen. Ich will das erklären. Und eine Stunde später, bam, live. Okay. Willst du das nochmal zusammenfassen? Bruder, guck mal, The Dome. Okay, mal. Ach du Scheiße. Okay. Bitte. Janne, wir sind bei The Dome. Ja. Ich krieg einen Anruf von Universal, die sagen zu uns, Walla, Mann, du wirst nicht glauben. Ich sag, was denn? Du meinst, du wirst nicht glauben. Ich sag, was? Ja. Die sagen, wir haben dir The Dome geklärt. Ja. Ich so, niemals. Und mit The Dome verbinde ich was? Mit The Dome verbinde ich damals... Jugend, oder? Die ganze Jugend war... Jugend, ja. Nana damals bei The Dome mit 20 Mann, mit 10 S-Klassen, eine weiß, wo Toni Kultura vorne drin saß, alle dahinter, rein, Riesenparty, Wirbel, ich so, Walla, The Dome, Bruder, King. Die sagen mir, ja, du musst aber so mit Werbung machen für The Dome und so. Ich sag, kein Problem. Also die fragen dich, da so ein bisschen postest dafür. Und ja, so genau, die meinen so, wir wollen dich haben, diesen Santa Act, aber du musst ein bisschen mitposten und so, weil es neue Öffnung. Ich sag, Khalas, kein Problem. Ja. Schick mir eure Dings. Fotos geschickt, riesen Wirbel gemacht. Ja, voll die Auflagen gekriegt. Ich darf nur mit so und so vielen kommen. Ja, ist aber nichts Besonderes. Ist ja normal, bei so einem Event. Ja, pass auf. Bei denjenigen, die mitkommen, dürfen keine gang-identifizierende Kleidung tragen.
Es dürfen keine gang-identifizierenden Tattoos zu sehen sein. Ja. Ich so, hoho. Ja, du wisst ja, wen ihr eingeladen habt. Ja, ne, wisst ihr nicht, wen ihr eingeladen habt. Na, aber Khalas, okay. Haben wir uns den allen gefügt. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, wir machen eine Familiensache draus. Ne? Ich lade Rula mit ein. Mit ihrem Mann ist sie gekommen. Ich habe meine Frau mitgenommen. Ich habe meine Brüder Fidat und Jihad mitgenommen. Ja. Jihad hat sich ein Hemd angezogen. Oh. Ein teures Hemd, Hermes. Oh. So, Fidat sah aus wie eine Eins. Gucci-Schuhe, Gucci-Jacke, Marcello Boulon-Oberteil. So, brillanten Rolex. Ja, ne, wir haben aufgefahren wie sonst was. Wir kamen dahin wie Bad Boy Entertainment. So. Come to death, bro. Ich hab mir für den Dome extra, guck mal, damit ihr meine Wut versteht, ich hab mir für den Dome extra, ne, Limited Louboutin-Schuhe einfliegen lassen aus München. Ich schwöre bei Gott, die wurden 100 Mal hergestellt, davon gab es ein paar in Deutschland, die standen auf einem Podest in irgendeiner Boutique in München. Jetzt hast du aber auch übertrieben, jetzt sagst du, die sind auskrass oder was, Bruder? Jetzt hast du aber auch einen rausgebracht. Ja, ich habe gedacht, dieser rote Teppich damals, kennst du doch. Klar, aber, okay, jetzt. Wir machen ja keine halben Sachen, weißt du, was ich meine? Wir sind vorher nach London geflogen, die Nadja hat sich ein knallrotes Leder-Jumpsuit-Kleid-Grind hat sie sich geholt, aus London. Nein, irgendwie. Nicht für the Dome, aber, ne? Ja, aber so, ja. Aber so, so, Nadja sah aus wie Mary J. Blige, ich sah aus wie P. Diddy, Fidat sah aus wie sag du mir. Ja, ne, wie der schönste Kurde auf Instagram. Wie der schönste Kurde auf Instagram. So, Fidat sah aus wie der schönste Kurde auf Instagram. Jihad sah aus wie DJ Khaled. Rallas, wir gehen zu The Dome, wir sind, Bruder, yeah. Wie aus dem Ei gepellt, Bruder, vom Feinsten. So, alles ist cool, wir kommen an, wir machen die Proben, alles läuft, alle sind nett. Yeah. Yeah. Dann kommt der Tag vom roten Teppich, wir so, okay, wir gehen hin, roter Teppich, so cool, dies, das, alles war nett. Wir treten auf, yeah. Reißen die Bude ab, es wird ausgestrahlt. Nix. Nee, nix. Mit, Auftritt ist nicht dabei. Ich sag unseren ganzen Freunden am Auftrittstag, ich meine, wir sind heute bei The Dome und so. Ja. Die gucken alle Fernsehen und dann wird das ausgestrahlt. Auf einmal, Punkt 1, wir kriegen keine Ansage, obwohl am Abend eine Ansage gemacht wurde für uns. Okay? Ja. Jetzt kommt Manuelsen, er hat so und so und so und so und dies und das. Dieser Giovanni Zarella da, ne? Und dann wird das ausgestrahlt, da kommt so The Dome. Und dann sind wir so mitten in No Way Out drin. Ich so, keine Ansage, kein gar nichts. Und dann fängt so an, No Way Out, yeah. Und dann wollte ich gerade anfangen. Wenn ich unten bin, Baby, dann wollte ich gerade anfangen. Dann Schnitt und dann wieder die Hook so, No Way. Ich so, hä? Wo ist mein Verse? Ja, aber so typisch Fernsehen von früher, wie man so Sachen zerschnitten hat. Ja, so typisch Hurensohn. So. So typisch Hurensohn. So, und dann guck ich so, dann ist so Bartus-Verse aus, so halb raus und dann ja. So The Dome. Ja. Und dann, Juri haben die gar nicht gezeigt. Und ich sitze und. Warte mal, Juri hat das so mitgenommen, das musst du auch noch dazu erzählen, der war dabei. Nee, und Juri ist ja auch bei Chapter One und der war auch ein Künstler, also der auch das, da ja, mitmachen okay, sollte, okay, weißt du, okay, ich meine? Ja, ja, ja. Und den haben die gar nicht gezeigt. Und dann sitze ich so vom Fernseher, ich denke mir so, na, Saborumen Haar. Ich meine so, warum bin ich hier sitzen geblieben und hab mir das angeguckt? Also das Ding ist, lass uns doch mal, boah, Alter. Warum bin ich jetzt hier geblieben? Ja, lass uns mal aufrollen ein bisschen, weil irgendwie, ich weiß noch nicht genau, warum du dich aufregst. Ihr seid zur Show eingeladen worden, ihr solltet ein bisschen Promo machen, ihr habt einen Auftritt bekommen. Haben wir gemacht. Und du regst dich darüber auf, dass ihr im Fernsehen nicht in Vollen zu sehen seid. Das. Aber guck mal, wenn die das geschnitten hätten, ist kein Problem. Wir haben aber nicht mal eine Ansage gekriegt. Also okay, also sie haben euch nicht mal angesagt. Nicht mal du angesagt? Also, ihr fühlt euch ausgenutzt für Promo, aber ihr habt... Absolut. Okay, okay. Nicht, ich fühle, das war Fakt. Okay, okay. Das war Fakt. Jetzt verstehe ich, okay, das ist einmal dazu, warum du dich abfällst. So,
Jetzt hast du, habt ihr mit den Veranstaltern irgendwie Rücksprache gehalten? Rücksprache. Bin ich einer, der Rücksprachen hält? Nein, das wollte ich ja gerade sagen. Bruder, der Dom war Ende. Ja. Ich den Hasskick des Todes. Ich frag sie, ich so, die Hurensöhne. Ich meine so, was ich mit denen machen werde, du wirst sehen. Die ist das, tralala, die so beruhigt dich. Ist doch egal, ich so, Lack, was ist egal, Lack, bin ich ein Hund, dass die so mit mir machen? Kennst du auch den Roboterkopf? So, ich so, aber ich mach Fortschritte. Ja. Ich hab mir gedacht, guck mal, ich warte erstmal bis morgen. Ich überlege, was ich mache. Ja, ja. Dann bin ich hasserfüllt, bin ich eingeschlafen so. Morgens um 7 Uhr, bing, ich mache die Augen auf. Ich so, krass, ich fick ihre Mütter jetzt. Was ich mache. Da hab ich hab gar nicht mehr nachgedacht. Ich so, okay. Ich bin Internet gegangen. Ich so, guck mal. Die haben gestern bei The Dome mit uns so und so und so und so und so gemacht. Ne? Die wollen uns ficken. Janne, ihr wollt mich ficken. Wisst ihr, wen ihr eingeladen habt? Ich schwöre, ich bringe euer Ende. Ja, ihr macht mit mir so. RTL2, wir bringen euer Ende. Kein Problem. Ich ins Internet gegangen, live. Ich so, guck mal, wenn die BBM-Crew, wenn ihr Angst vor Gott habt, wenn ihr Gott ein bisschen liebt, ne, geht auf diese The Dome-Seite und sagt denen, dass das Hundesöhne sind. Ich so, jeder König im Schatten, jeder, der König im Schatten folgt, jeder, der Dschihad Ferrat, Mir, Sami, Dukat, Cass, Twin, Bato, Kabal, irgendwen folgt, ne, soll auf diese Seite gehen und diese Seite ficken, weil die haben uns abrasiert. Die haben uns abrasiert. Und ich habe das einfach so gemacht, um mir Luft zu machen. Danach habe ich gesehen, oh mein Gott, die Seite, die... Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Alles gut. Die Seite, die so... Ihr Hurensöhne, wie habt ihr mit Manuel gemacht? Wir ficken also, euch. Wir dies, wir das. Wir sogar irgendwelche Brüdern aus irgendwelchen anderen Chartern schreiben. Das. Ich kann das jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall. So, auf jeden Fall deutschlandweit, österreichweit, sogar Brüder aus Kanada haben mich gewhatsappt, haben gesagt, ey, Brother, what's wrong? So, und ich habe ihnen die Situation explained. Und die haben gesagt, so, ja, well, fuck them then. Yeah, so, yeah, so aus Kanada sind Leute da drauf gesprungen. Aus Türkei sind Leute da drauf gesprungen, weil jeder hat gesehen, das war ein Riesenwirbel. Und dann diese Domseite, man hat so gemerkt, die haben auch keine Bilder mehr gepostet. Gar nichts mehr. So, die Bilder, die gepostet haben. Hat sich irgendjemand gemeldet? Nein, die haben uns nachher so noch das Videomaterial haben die uns geschickt, die so hier nimmt. So, postet auf eure eigene Seite. So postet auf eure eigene Seite, so hier. So, also wir haben The Dome wirklich, wirklich, wirklich gekillt. Und ich fand das mehr als fair, weil wir sind alle einen 20-jährigen Weg gegangen mit unserer Karriere. Wir haben hart gearbeitet und wir haben uns so gefreut auf so ein Event. Und dass wir dann da so behandelt werden als die Künstler, die wir sind. Was hat Universal dazu verdient. Gesagt? Universal hat euch das auch geklärt, was haben die dazu gesagt? Universal hat gesagt, habt ihr gut gemacht. Ich meine, haben die da mal angerufen und gesagt, was macht ihr mit unseren Künstlern? Ich hab gesagt, ruft nicht an, wir ficken die. Ja gut, weil irgendwie, also im Livestream wart ihr wohl zu sehen, habe ich mitbekommen. Der Livestream war auch so eine Sache. Da holen die mich von The Dome, holen die mich raus aus der Kabine und sagen, komm, du musst in den Livestream. Ich so, Livestream? Okay, ich muss in den Livestream. Okay, wir gehen in den Livestream. Ich setze mich in den Livestream und da sitzt diese kleine Kachba, diese 16-Jährige oder 18-Jährige oder wie alt die war. Lass die 18 sein, okay, Khalas. Da sitzt diese kleine Kachba, guckt die mich an, sagt die so, Ich setze mich so in den Livestream rein, dann guckt die mich an, sagt die, wer bist du denn? Wie, wer bist du denn? Der Künstler oder was machst du jetzt hier? Also die, welcher Künstler? Die holen mich in den Livestream von The Dome als Künstler, als Artist, den die gebucht haben. Ich setze mich in den Livestream von dieser kleinen, Scharmuta und Livestream, die sagt so, wer bist du denn? Und dann kriegt die über einen Knopf, dann sagt die, hey, Manuelsen. Ich so, Bug. Ist ja, so, gut. Blamage. Ja, es ist halt, das ist peinlich natürlich. Blamiert. Ja, ja, gut. So, blamiert. Ich denke mir, okay, guck mal, du hast mich gefickt, aber komm, ich fick deine Mutter später, kein Problem. Ich bleib jetzt hier sitzen und bleib einfach ruhig und mach einfach diese komischen Spiele da mit Rot, Grün, Grün, ja, Rot mit. Die ganzen Influencer, da waren eh nicht so die hellsten Kerzen. Das waren viele Influencer eingeladen. Ja. So. Da waren nur Influencer. War das auf Vox oder auf RTL2 oder wo RTL2. War das? War so eine ganz, ganz typische RTL2 Veranstaltung. Das einzig Coole war, das wirst du mir auch sicherlich bestätigen, so Namika war cool. Hat man gesehen, hat man sich unterhalten. Wo war das? Bei uns in Oberhausen? Oder? Ja, genau. In der König Pilsener? Genau. War Full House?
Ja, war voll. War voll, ja. War echt krass. Ja, also war daher eigentlich schon geil. Weil ich der Auftritt war auch gedacht, geil. Hat Spaß gemacht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass diese Marke The Dome irgendjemand noch was sagt. Hätten die das vernünftig gemacht, dann hätte es auch wieder was werden können. Aber die haben schon so reingeschissen. Ich sag dir ehrlich, ich hatte das ja schon vorher gesagt. Ich habe dich aber sogar angerufen. Ich habe nur davon mitbekommen, weil du das gepostet hast. Ja, das, weil, ganz irgendwie ehrlich, irgendwie sagt mir das jeder. Nee, aber es ist ja so, weil die Hip-Hop-Szene weiß das durch dich. Wer soll das sonst wissen? Mhm. Wer weiß überhaupt noch, was The Dome ist? Ich meine, wir sind aus dem Alter, wir wissen das noch. Ja. Aber wer weiß noch, was TRL oder MTV ist, so mäßig so. Mhm. Und dann The Dome so. Ich habe vor 2 Jahren mal gehört, vor circa 2 Jahren, ein Kollege von mir gesagt, ey, so wie ich gehört habe, Dome pitcht gerade bei RTL2 oder die wollen das machen. Da habe ich zu ihm gesagt, sind die verrückt, das kennt doch gar keiner mehr, sollen die einen neuen Brand anfangen? Und dass es jetzt gekommen ist, habe ich mir auch gedacht. Aber deswegen, also ich, schon eigentlich nice, wenn es funktioniert hat, aber... Also vom Event? Hat, von Event her war es geil. War cool, euch, war cool. Das Line-Up war ein bisschen so, aber so, das war, hat Spaß gemacht. Es war wahrscheinlich so ein Radio 1 Live Line-Up. So, war cool. Da waren diese... Once I was 7 years old. Ja, ja, die sind volle Bälle. Okay, alles cool. Ne, aber die braucht cool. man ja auch. Die aber die Sache auch. Ist so, die gehen dann mit euch nicht so gut um, weil die wahrscheinlich denken so, Rap-Artist, das ist, das macht nicht so viel Klicks. Die ja. haben so 10 Jahre geschlafen, wissen nicht, dass Rap die 1 ist. Ja. Ja, so. Also da waren so Leute wie Mike Singer, die haben derbe die Extrawurst gekriegt. Aber Mike Singer war aber auch wirklich cool. Ja, Mike Singer ist ja ein Homeboy. Ja, der war cool. Ja, so Namika und Mike Singer war cool. Namika ist auch cool. Der Rest war so... Die Sache ist, ich bin ja immer, ich sage immer, mach einen guten Mix, Lena aber... Lena Meyer, Sabo Rumhut. Was hat die denn für Lieder angesungen? Hat die neue Lieder, oder? Sabo Rumhut. Hat die neue Songs? Ja. Oder die Dochis. Lena Meyer, Sabo Rumhut. Wollt ihr was trinken? Nein, ihr wollt was trinken? Wasser oder? Gerne Wasser. Doch, Wasser auch gerne. Die Lochis waren auch da. Ich weiß gar nicht, wer die sind, die Kleppe. Wer sind die überhaupt? Hey, was machen die? Nochmal bitte. Die Lochis, was machen die? Ja, sind YouTuber, machen Mucke, machen YouTube-Kram. Ach, dann ja, die Lochis. ja, das Ding ist, diese YouTube, ja. die rechnen halt, die gucken, der hat 2 Millionen Follower auf YouTube, wenn wir den einladen und wenn nur jeder Dritte von seinem von seinen Leuten bei uns einschaltet, boah, dann haben wir 300. Das voll die Milchzahnrechnung. Es ist eine absolute Milchmädchenrechnung. Absolut noch nie so funktioniert. Schon seit Popstars weiß man, dass wenn du YouTuber holst für den Backstage oder so, dass sich nicht amortisiert. Das weiß eigentlich jeder, der bis 2 zählen kann. Das Problem ist natürlich, dass die da... Die nur bis 1 zählen können. Ja, ich denke, dass die Leute, die das produzieren, haben einen Altersgap. Dann lassen den Praktikanten wahrscheinlich oder ein Team oder die geben das eine Agentur. Ey, sagt ihr uns. Weißt du, die sind ja nicht mehr drin. Mhm. Früher war das ja easy für die. Die machen die Bravo auf. Alles, was auf Seite 1 der Bravo ist, Seite 2 kommt, die buchen wir. 1 live. Okay, die buchen wir. Tamam, das Ding steht. Das ist heute nicht mehr so. Heute muss ein bisschen mehr Plan haben, ein bisschen mehr recherchieren. Und ich denke, dass die, also, es hat mich aber auch gewundert, dass sie dich und Juri geholt haben. Irgendwie ist der Mix auch irgendwie komisch. Wie kam das? Das kam wahrscheinlich, weil die Universal angeht. Ja, das war wahrscheinlich so ein Universal-Ding. Ich war total überrascht. So. Ich habe mir so gedacht, okay, zu dem Line-Up, was die da haben, Manuelsen, wissen die überhaupt, wer das ist? Weißt du, weißt du, was ich meine? Du gehst ja jetzt nicht dahin und machst so, weißt du, ich meine? Ich rolle mit Chrom. Ja, Mann, ich guck das und ich so, aber haben die schon mal jemand Manuel in ein Album reingehört? Weißt du, dann hast du gedacht... Bloody City Gangbang. Das meine ich. Haben die, deswegen habe ich mich auch gewundert. Ich so, und Juri ist ja jetzt auch nicht gerade, weißt du? Ja. Ihr seid nicht... Aber ich muss, Juri muss ich loben an der Stelle, ne? Der ist stabil, der hat direkt mit seiner ganzen Community... Diese BBM-Crew, die sind ja auch stabil im Internet, klar, ne? Die sind ja sehr stark. Der hat direkt mit seiner ganzen Community hat der mit angegriffen und so. Der war auf jeden Fall auch für die Hip-Hop-Szene und hat direkt mit angegriffen. Juri ist auf jeden Fall ein stabiler Dude. Ich grüße ihn an der Stelle. Schöne Grüße auch, Juri. Wir haben uns auch unterhalten darüber. Aber ich meine nur, wenn du so eine Sendung machst, dann musst du doch wissen, was die Leute... haben wir hier Öffner? Warte, ich mach. Haben die, dann weiß man doch auch, was die Inhalte so sind. Hast du gesehen? Guck mal, seitdem die im Ruhrpott wohnt, kann die Flaschen mit dem Feuerzeug aufmachen, oder? Das ist kein Feuerzeug. Also, ich wollte schon sagen. Ja, okay, das war die Dome-Geschichte. Ey, wieso hat eigentlich Kollege hier geraucht? Absolute Ausnahme, du darfst das nicht. Warum hat... Da war ich nicht hier. Ich bin absolut dagegen. Der Toxic hat auch gesagt, Alter, nach dem Kollege-Interview, Ibuprofen. Warum hat Kollege hier geraucht? Ja, absolute Ausnahme. Weil er wollte unbedingt Zigarre, glaube ich, rauchen, oder? Ich weiß nicht, ich habe es nur gesehen. Aber ich warum hat Kollege hier geraucht? Bruder, lass dieses Thema. Oder willst du Raucherpause?
Guck mal, aus Prinzip. Du machst Tasche auf, siehst Zigaretten, du bist ein richtiger Süchtiger. Guck mal, ich will rauchen. Aus Prinzip, so für mein Ego musst du mich zweimal ziehen lassen. Bruder, ich mach aber dann auch. Er hat doch Zigarre geraucht, das ist nicht mal so. Ich rauch Marlboro Medium. Nein, Bruder, mach uns. Zweimal ziehen, nur für. Doch kurz Raucher. Nur, weißt du warum? Wenn die Fan sagt, ich hab bei Epoch, sag ich, jawohl, ich auch. Zweimal ziehen muss! Bruder, sind wir so dumm? Fix the dumm, nicht uns. What? Wir sind Hip-Hop-Day, Mann. Wir sind immer, wir sind an deiner Seite. Guck mal, zweimal ziehen muss. Einmal so, pff, dann mache ich aus. Nur damit ich sagen kann, jawohl, ich habe auch da geraucht. Bruder, dann ist das hier im Raum, du fixst uns. Geh doch kurz in den Raucherraum. Komm, sag ja. Bruder, fick uns doch nicht. Sag ja. Dann muss ich den Samsung leider Führrad geben. Sag ja. sag auch ja. Deine Tasche, die gefällt mir. Oh, der wäre ein Arm. Guck mal, jetzt hast du mich blamiert, Walla. Kollege durfte rauchen, ich nicht. Jetzt werden alle, ich war nicht hier. Jetzt werden mich alle ficken und sagen, Walla, der Boss darf rauchen, du darfst nicht. So werden die mit mir machen. Ich war nicht hier. Wenn ich da gewesen wäre, hätte ich das nicht gemacht. Ich kann nicht, kann mich nicht konzentrieren. Ich bin nicht Raucher. Ich bin richtiger Kopfschmerzen, wenn einer raucht neben mir. Einmal ziehen muss mich lassen. Du hast mich, sonst bin ich blamiert. Bruder, ja, dann mach, Amos. So. Kann einer schon mal alle Fenster aufmachen, die wir haben? So. Boah, jetzt frieren wir uns im Arsch ab. Mach bitte alle Fenster auf und bitte mach, Marc, kannst du die Tür machen, damit Durchzug ist. So, ich habe auch geraucht bei hiphop.de. Yo, was war, wolltest du nicht eigentlich aufhören dieses Jahr? Nächstes Jahr. So, ich hör aber auf. Was? Hm? Raucht der auch zu Hause? Leider ja. Boah, das ist, für mich wäre das ein Entscheidungsgrund, ich sagte. Guck mal, ich mach wieder aus. Okay, boah, direkt Krebs, Alter. Passivkrebs. So. Habe ich einmal Interview gemacht mit Shindy, der auch unaufhörlich geraucht. Da habe ich zwischendurch immer wieder darüber nachgedacht, ob ich es abbreche kurz. Ob ich sage, ey Bruder, rauch doch endlich zu Ende, dann machen wir weiter. Richtig krebserregend. Ich weiß nicht, aber ich habe so eine ganz krasse Abteilung. Auf jeden Fall, Kollege und ich sind die Einzigen, die wir überhaupt hier geraucht haben. Okay, okay. Tamam. So. Lass mich nochmal in die Fragen gucken, oder hast du noch was? Ein Highlight. Für das Jahr, was dir so einfällt. Du musst nicht unbedingt dein Highlight. Hast du noch eins? Was war ein Highlight? Noch ein kommendes Highlight. Dieses Jahr oder 2019? Nee, dieses bleib Jahr. Bitte bei 18, genau. Kommt noch? Kommt ja. Noch was? Es geht um noch ein neues Video. Ach so. Sag dein, rede von deinem Kopf. Na, ja, das wird das erste große Projekt eigentlich sein, was ich angehen werde. Ich werde nämlich mich um das Video von Es tut mir leid kümmern. Also du, es wird gedreht. Also du machst dann Direction. Direction bei... Also Regie bei dem neuen Video. Echt? Okay, nice. Bin sehr gespannt. Machst du das länger schon irgendwie? Gibt's da... Nein, es war schon länger immer ein Traum von mir, in dem Bereich was zu machen, und da die Resonanz einfach richtig stark war jetzt von dem Album, das Lied, war okay. Das safe auf jeden Fall. Ein Video dazu machen. Genau. Nice, ja gut. So, also, da kommen schon Herzchen und Daumen hoch und was nicht alles. Mein Gott. So, ne, das Lied ist ja auch ein bisschen, das ist ja natürlich auch, wenn jeder, der den Verse gehört hat, das ist natürlich die Geschichte von mir und Nadja. Und da sie sich das gewünscht hat, und wie sie schon sagt, schon was da machen wollte, ja, dann ist es, passt das zu diesem Video am besten halt. Genau, das werde ich mit dem lieben Samuel machen. Okay. Ja. Ja. Dann gibt es ein paar Fragen. Die Leute fragen, wie du die aktuelle Hip-Hop-Szene siehst. Irgendwie, also viele schreiben, die im Moment hört sich alles gleich an und so. Mhm. Was man ja Gott sei Dank von deinem Album nicht sagen kann. Du hast immer, das ist der typische Manuelsen-Sound. Hast du das so bewahrt? Hm. Was sagst du dazu? Also ich sag dazu, guck mal, ich glaube der gute Flair, ne, den ich über die letzten Monate wirklich zu schätzen gelernt habe, ne, der hat gute Ansätze, der hat gute Gedankengänge, man merkt, der Typ ist wirklich Hip-Hop. Und ich glaube, er hat das gesagt, dass jeder nur noch auf der Suche nach dem nächsten Sommerhit ist oder auf den nächsten Spotify-Hit, so weißt du, wie ich meine. Und das hört man dann natürlich auch in der Musik, und das ist sehr eintönig geworden. Und da gebe ich ihm vollkommen recht. Wenn ich da im Interview gesessen hätte, hätte ich genau das Gleiche geantwortet. So, jeder ist auf der Suche nach diesem dum, tickum, tick, dum, tick, dum, tick, dum, tick, dum,
Ja, so. Und alle reden Spanisch. Alle Kanaken sind auch Spanier, geworden. Hast du jetzt. Alle reden Spanisch. Oh, Señorita, Mamacita, Español, de Granada, de. So, deswegen, ich finde, das ist mehr als affig. So, nennen ihre Songs Mi Corazón und so. Ja. Nennen sich auf Ibiza. Irgendwelche Hassans nennen sich auf Ibiza Tony. Ja, nee, aber ja, ich hab ja, bei mir ist ja klar, ich bin ja kein Albumkünstler. Ich habe das versucht. Ich habe versucht, oder das ist ja das, was ich mache. Bei mir geht es ja nur um Hits. Also, ich mache Hits. Ja. Bei mir geht nicht darum, dass ich versuche, tiefgreifendes Album zu schaffen, wo Track 15 nochmal deep ist und Track 8 ist die Single. Bei mir, ich versuche nur Singles zu machen. Also, ja. Hit ist vielleicht das falsche Wort, aber Single. Guck mal, ich sag ja auch, guck mal, so Musik muss es ja auch geben. Ja, weißt du, muss es ja auch geben. Und so Musik ist auch cool. Es sind auch viele coole Sachen dabei rausgekommen. Weißt du, wie ich meine? Da sagt ja keiner was dagegen. Ich habe nichts gegen die Musik, aber wenn es jetzt einfach jetzt der Hardcore-Straßen-Rapper, kredibiler Underground-Boss jetzt auf einmal mit so einem Ding ankommt, dann kann ich das halt nicht ernst nehmen. Weißt du, wie ich meine? Es hat auf jeden Fall nicht jedem gepasst. Es haben fast alle versucht. Ja, das ist auch bei fast allen in die Hose gegangen. Ja. Ja. So. Also. Gut, dann gab es dieses Jahr auch die Geschichte mit Özil und den DFB. Das hat auch die Hip-Hop-Szene sehr, sagen wir mal, zur Meinung getrieben. Guck mal, ich sag mal so. Ne? Özil, der guck mal, dass er das gemacht hat. Guck mal, ich mag Özil eigentlich. Ne? So, aber der ist halt aus. Woher kommt der nochmal? Songuldachle, dimme. So, guck mal, dass er das macht, da ist er selber schuld. Da muss er sich echt nicht wundern, wenn er als deutscher Nationalspieler neben den türkischen Präsidenten steht und dann auch noch sagt, hier, wir sind Başbakanımız, unser Präsident, und dann da steht und die Nationalhymne nicht mitsingt, aber in der deutschen Nationalhymne sein Geld verdient und dass er das dann macht, da muss er sich nicht wundern, wenn er einen Shitstorm kriegt. Ich persönlich finde, ich verstehe ihn, warum er das, ich verstehe den Grind dahinter, weil er ist halt ein Türke und so und dann wollte er halt so mal hier Erdogan und was nicht alles, dies, das, aber das ist halt wirklich dämlich. Okay, aber ich würde ihn deswegen jetzt aber nicht verfluchen, so wie die es gemacht haben. Die Leute haben auch natürlich maßlos übertrieben, aber das ist halt. Das ist halt wirklich so eine unüberlegte Aktion gewesen. Ja, wirklich dumm. Ja, das Thema ist ja tatsächlich in der Tat sehr, sehr, sehr komplex. Er hatte sich zum Beispiel, glaube ich, Jahre davor auch ein-, zweimal schon mit ihm getroffen. Und da gab es auch immer schon Fotos. Dieses Jahr sind die Leute irgendwie krasser auf ihn abgegangen. Ja, Bruder, letzte WM war ja noch der Held. Dieses Mal purer Rassismus irgendwie. Ja, du musst auch so sehen. Vorwürfe. Machen wir uns nichts vor, der türkische Präsident ist natürlich auch eine umstrittene Person, wenn ich das mal so sagen darf, weißt du, ich meine? Ja. So, es gibt manche Leute, die lieben ihn, es gibt manche Leute, die hassen ihn und das ist jetzt nicht so ein Ding, so, den einfach so jeder mag oder jeder hasst, der spaltet ja extrem, weißt du? Und die Seite, die ihn dann nicht mag, das ist dann halt die Seite, die du gegen dich hast, wenn du halt so eine Aktion machst, dann ist halt Pech, weißt du, was soll ich dir sagen? Und als jemand, der sehr viel auch über Rassismus redet, würdest du sagen, aber stimmt das, was er sagt? Er hat dem DFB-Vorstand und auch vielen im Verein, nicht, durchaus nicht allen und auch nicht allen Fans, aber der hat dann gesagt, das ist halt, also das Thema war dann nur noch Rassismus, dass er das den Leuten vorwirft und dass es das gibt, auch im Fußball bei ihm. Also ich kann mir vorstellen, ja, okay, warte mal. Guck mal, die Rassismuskarte ist immer schnell gezogen. Aber im Fußball gibt es doch krassen Rassismus. Mann, da werden Spieler mit Bananen beworfen, schwarze Spieler. Ja, das geht von den Fans aus. Ja, ne? Aber ich meine, das ist ja. Hab ich dir die Geschichte dazu jetzt schon mal erzählt? Erzähl mal. Mit SSC Neapel? Ne. Die hab ich dir noch nicht. Du kennst sie, ne? Abo. Hab ich dir das noch nie erzählt? Oder Geschichte? Bitte. Kennst du diese Geschichten, die dann so ausgeschnitten werden? Die, das machen wir. Bruder. Wir sind auf Instagram. Geschichte. Ich bin bei Bass. Okay, bei Bass. Michael Jackson, wenn ihr den kennt, aus Berlin. Videomacher, Superbrain,
Fotograf des Todes. So, ich bin bei Bass. Ich gucke die Bild-Zeitung an. Ich gucke, wie heißt Balotelli in Neapel beworfen mit Bananenschalen. Ja, stimmt. Ha? Ja. Und da ist so ein Foto, da steht dieser Balotelli, kennst du den noch, wieder so stand, so dumm, wie der Foto geschossen hat, so ein stabiler, schwarzer Fußballspieler, Bruder. Multimillionär, Bruder. Spielt irgendwo, eigentlich sehr gehypter Spieler, gut. Steht in der Bild-Zeitung und ist Tränen am Weinen. Der steht so. Naja. So, weil die den mit Bananen, weil die den mit Bananen beworfen haben in Neapel. Ich lese das, ne? Ich krieg meine Krisen. Ich krieg meine Krisen. Ich so. Ich gehe so, Bing, live. Immer wenn Manuel Bing live kommt, die Leute wissen, irgendwer wird abrasiert. Ich so, guck mal, Jungs, ich habe gerade das gesehen, dann zeige ich so diesen Zeitungsartikel. Ich so, guck mal, ich habe nichts gegen Neapel. Ne? Ich habe auch nichts gegen die Fußballspieler von Neapel. Ich habe auch nichts gegen die Fans von Neapel. Aber jeder Hurensohn, der eine Banane geschmissen hat und dieses Affengeräusch gemacht hat, wo Balotelli gekommen ist, ist ein Hurensohn. Und ich fick seine Mutter. Ich fick seine Mutter, der das gemacht hat. So, sowas macht man nicht. Das ist Fußball, dies, das. Ich reg mich extrem darüber auf, weil mir tat das leid, diesen Typen so zu sehen. Erwachsener Mann, da, gestandener Mann. So. Okay, dann ist dabei geblieben. Eine Woche vergeht, zwei Wochen vergehen. Ich sitz bei Bass. Schellt Bass sein Telefon. Okay? Der so, Jackson. Der so, hallo? Ja, guten Tag. Ja. Und ich höre an seiner Stimme, dass irgendwas nicht stimmt. Ich so, der meint so, ja, Manuelsen, das ist mein Künstler, ja. Ich so, wer ist das? Ich meine so, Manuelsen ist mein Künstler, ja. Worum geht's denn? Oh, darüber weiß ich jetzt gar nichts. Ja, also ich bin gerade mit ihm hier, ich kann ihn mal fragen. Hm. Ich so, wer ist das? Der so, SSC Neapel, Vorstand. Niemals. Schon bei Gott. Ich so. Was? Ich so, wie? Neapel, Bruder, Italiener. Du hast gesagt, du fickst doch in Mütter. Bruder. Oh, oh, oh. Neapel, Bruder. Wir haben Gomorra gesehen, den Film, Bruder. Hast du Gomorra gesehen? Hast du gesehen, Gomorra? Ja, leider, ja, ja. Bruder, ja. Ist so, Neapel. Ich so, was ist los? Ich so, was wollen die? Der meint so, geht. Ich war das nicht. Ich so, ja, hallo? Der so, ja, SSC Neapel hier, dies, das. Und, auf Deutsch aber, oder? Auf Deutsch, aber so mit italienischen Dings. Okay. Ja, bla bla bla, hier so SSC Neapel, Vorstand. Spreche ich da mit Manuelsen? Ich so, ja, warum? Meine so, guck mal, du hast im Internet was gesagt, das hat Wellen bis hier hingeschlagen. Wirklich jetzt? Ja, ja, ich hör's dir. Okay. Und ich will nur sagen, besser, wir nehmen die Kuh vom Eis, ne, bevor das irgendwie unschön wird. Ich so, was meinst du denn? Ja, du hast gesagt, dass alle SSC Neapel-Fans so, ich meine, das habe ich gar nicht gesagt. Der meint so, ja, aber ich habe gesagt, nicht SSC Neapel-Fans. SSC Neapel-Fans sind SSC Neapel-Fans, kein Problem. Wenn die hingehen und Fußball gucken für ihren Verein, gehen, ja. Sich von mir aus prügeln für ihren Verein, ist kein Problem. Aber wenn die auf Balotelli sagen, der Nigger und Affengeräusche machen und Bananenschalen werfen, sind das Hurensöhne. Ja. Der meint so, aber sowas kannst du auch nicht sagen. Ich meine so, voila, ich kann das sagen. So. Der meint so, sowas kannst du nicht sagen. Der meint so, du musst dich entschuldigen. Ich meine so, ich entschuldige mich niemals. Ja. So. Der so, guck mal, wenn du dich nicht entschuldigst, ne, müssen wir eine Konventionalstrafe gegen dich, also müssen wir dich anklagen, ne, weil wir kriegen auch Druck, ne, und das, du, SSC Neapel, das ist eine Million, also das kann bis zu Millionen Dings gehen. Ich so, gib Geld. Ich meine so, wie Millionen? Da meint er, dann meine ich so, okay, wir rufen dich gleich zurück, klick, legen wir auf. Ich so, Bess, was machen wir? Der meint so, Bruder, Konventionalstrafe gegen irgendeinen italienischen Serie A Fußballverein, Bruder. Bruder, wie viel Alben willst du verkaufen? Nimm die Kuh vom Eis, Bruder. Ich so, ich rufe, ja, okay, was sollen wir denn machen und so? Der meint so, guck mal, grenz das ein bisschen ein, weil wir verstehen auch deine Seite. Der meint so, du hast recht. Ja. Die waren aber wirklich cool, die Leute von da. Aber ihm war bewusst, dass du schwarz bist? Ja, ja. Okay. Weil, die haben mich ja gegoogelt, dann haben die geguckt, okay, meine Seite, okay, okay. Dann darüber, Dings. So, die waren aber wirklich cool, die haben gesagt, guck mal, grenzt das ein, sagt die Leute, die rassistische Leute, die ins Stadion kommen, okay. Beleidige die, mach was du willst, aber
mach das nochmal klar, dass du nicht die SSC Neapel-Fans meinst. Habe ich auch dann gemacht. Weil damit bin ich auch einverstanden gewesen. Ja, ne? Klar. Ja, so. Aber das ist ja klar, dass da, du das meinst. Habe ich nochmal gesagt, ja, aber so für seine, so für seine italienischen Eier. Ich habe nochmal gemacht. Ich, ja. ich so, guck mal, nichts gegen SSC Neapel. Alles cool. Maradona. So, alles cool. Aber so. Dennoch, die Leute, die das gemacht haben, das sind Bastarde, meine ich so. Okay. Das kann mir auch kein Mensch aus Neapel so übel nehmen, weißt du? Mhm. Aber so, nochmal, an alle SSC Neapel-Fans, top, Mannschaft, super, geil, aber diese rassistischen Bastarde, guckt, dass ihr euch von denen distanziert. Ich meine, das kommt ja auch in Deutschland auch vor. Ist ja in Deutschland auch vorgekommen. Das ist ja richtig ekelhaft. Also bei Fußball, das ist schon das zweite Mal. Ich habe mich auch mit Fenerbahce angelegt. Die Fenerbahce hat mich auch angerufen. Also man muss sich da nur anlegen, dann melden die sich, krass. Ich schwöre, Fenerbahce hat... So aber da habe ich Morddrohungen gekriegt. Morddrohungen habe ich gekriegt. Türkische Seiten mit 1,8 Millionen Followern haben mich gepostet. Die meinen so, unterstützt diesen Sänger aus Deutschland nicht. Der ist gegen unseren Präsidenten Emre... Wie heißt der? Gegen unseren Präsidenten Emre ist so Dalramigetschüssene Sollem. Sagt er zu mir, ruft mich da von Fenerbahce an, der meint so, wie kannst du unseren Präsidenten beleidigen? Ich meine so, dein Präsident hat einen anderen Gegenspieler als fucking Nigger beleidigt. Ja. So Lippenleser haben das übersetzt. Ja. Der wurde dafür verklagt, der hat es auch zugegeben. Also der hat dafür eine Strafe gekriegt. Der nennt einen anderen fucking Nigger und ich darf den nicht beleidigen. Ja, aber das ist doch was anderes, das ist unser Präsident. Ich meine so, hat der dich auf die Welt gebracht? Mit denen habe ich mich richtig angelegt. Mit Hurensohn und rechts, links, zurück und was nicht alles. Morddrohung von irgendwelchen Hooligan-Fenner-Hooligan-Zellen aus Köln. Die meinen so, Walla, du verfluchter Nigger, wir werden dich finden. Nicht so, Benz, sie sind happiness in Ananaranistikerem Oros Pochocho. So, das ging nur so ab, über Monate lang. So. Natürlich, die ganzen Gala-Fans waren auf meiner Seite, Aslan Emanuelsen. Die ganzen Beşiktaş-Fans kommen von der anderen Seite, Aslan Emanuelsen. Aber die Fenner-Fans haben mich gehasst. Aber, bis ohne da war ein Stück. Wo Fener der Land, wie heißt das nochmal? Anlass Stück, ja, ne? Und, wo Konusse Kapatik, ja, ne? Also, es ist da fazla kusura bakmayın da. Aber, sizin Emre, bize acayip böyle bir küfür koydu. Yani zenci menci, öyle bir şey olasa, o zaman acayip gıcık oluyor, ayıp oluyor yani. Öyle bir şey diyemezsin yani. So benim moralim acayip bozuktu ama sizin Fenerbahçe'nin fan grubun başkanıyla konuştum. Ne? Konuştum. O bana da hak verdi. O da dedi, tamam hata yaptı ama gene de sen öyle orospu çocuk öyle bir şey diyemezsin yani ayıp. Ben dedim doğrusun abi ama yine de zencide falan öyle de bir şey demesin. De ben dedim haklısın. O zaman dedi tamam barışalım. O zaman beraber şeye gittik, Cypher'a gittik. Beraber bir video yaptık dedim. Ya tamam ben özür dilerim. Bir de o başkan Emre Oğlu'nun için özür etti. Bana özür etti yani. Öyleyse barıştık yani. Öyle kalsın. So. Gut. So. Super. Dann haben wir das. Haben wir das auch geklärt? Haben wir das auch geklärt. Guck mal, der Philipp hat mich verstanden. Das ist Integration. Der spricht Deutsch und Türkisch. 2018, was ist. Hast du noch einen für mich? Das ist Sensation, Bruder, auf Türkisch. Weißt du, was das für Klickzahlen kriegt? Ich wollte gerade sagen, das wird bestimmt ausgeschnitten aus irgendwelchen türkischen Seiten gepostet. Und ich stehe da wie so ein Trottel und verstehe kein Wort. Ja, so. Ich habe das extra gemacht, damit, wenn, ne, so. 2018, gab es noch ein Highlight? Ja, erzähl mal. Gab es noch was? Gab es noch ein Highlight? Gab es noch ein Highlight, Schatz? Unsere England-Reise. Abo! Ja, wir waren in England. Kannst du nochmal ins Mikro gehen, ganz nah? Bin ich. Ich mach dich mal ein bisschen leiser, ich hoffe, die Leute sehen uns nicht ab. Du bist sehr, sehr laut und ich habe dich nicht so gut eingepegelt. Sorry dafür, Leute. Korrekt auf jeden Fall. Okay, also. Wir waren in England. Ja. Und in England hätte ich gewusst, dass das so teuer ist, wie es ist. Voila, hätte ich lieber zwischen NJC und zwischen MB4 hätte ich lieber nochmal ein Mixtape rausgehauen, so blöd.
Ja, England. Aber London ist eine coole Stadt. London ist mir sehr gut, war sehr geil. Müll. Seid ihr easy reingekommen? Müll. Also Nur nicht easy raus. Ja, raus? Nicht easy, raus war mal das Leichteste. Was war da nochmal? Schuhe ausziehen. Okay, Story. Okay, erzähl. Story. Erzähl. Wir wollen, guck mal, wir gehen in London raus. Ja. Wir wollen nach Hause fliegen. Ja. So, und du weißt doch, wie ich bin. Wir sind schwere Leute, Janne. Wir haben schwere Bärte, Janne. Wir laufen durch diesen Flughafen-Dings durch und ich habe vergessen, meine Kette auszuziehen. Ja. So, jetzt gehe ich da durch, das Ding natürlich, ich so, oh, okay, sorry. Das ist meine Kette. Ich nehme die Kette ab, tu die in diesen Plastikding, lauf nochmal da durch, das Ding macht keinen Mucks mehr. Ja. Okay? Der Typ sagt zu mir, so ein Abo, Walla, Sene Yakalasam, Varia. Der sagt zu mir, so ein Typ, so ein Pakistaner, glaube ich, 30 Kilo hat der gewogen, mit Schutzweste, 30 Kilo, Bruder. Der sagt zu mir, Schuhe ausziehen. Ich sag, was? Der meint so, Schuhe ausziehen. Aber so, put your shoes off. Ich sag, what? Der meint so, put your shoes off. Ich sag, hier, ich zieh meine Schuhe auf. Warum? Man, was für Schuhe? Der meinte, ja, wenn du die Schuhe nicht ausziehst, dann flieg ich nicht. Ich meinte so, du fliegst nicht. Hat gar keinen Sinn gehabt, ich hab einfach so gesagt. So, der meint so, okay, dies, das. Der macht's auch bleich, war der irgendwie am Funken. Ich meinte so, hol, wen du willst, meine ich. Ja, so. Ja. Hol, wen du willst, ich meinte, zieh nicht aus. So, dann kam so ein anderer, so ein Möchtegern, so ein etwas breiterer, der wollte dann so auf stabilen Ton, wollte sagen, hör mal zu, Schuhe aus. Ich meine, du kannst Lack hier. Ich ziehe auch nicht aus. Ich hatte das alles auf Handy gefilmt, aber dann wurde ich gezwungen von der Dinge. Ja, sie hat das alles so gefilmt. Also bis dahin hast du es aber noch, oder was? Also hast du ein Stück? Auch nicht? Nein. Schade. Nein. So. Ich meine so, ich ziehe nicht auf. Riesen Palaver. Bis sie die Sicherheitschefin vom Flughafen musste runterkommen. Ich musste mein Handy abgeben und die haben das durchsucht nach irgendwelchen Videos. Das musste alles gelöscht werden. Und das war. Hast du denn alles dann gelöscht? Also, die haben es selber dann gelöscht. Ja, wärst du da mal live gegangen auf Instagram. So. Darf man das eigentlich? Darf man so sein Handy gucken und so Sachen machen? Nee. Also nach deutschem Recht nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin ausgerastet da. Ich meine, ich ziehe nicht aus. Es muss ja einen Grund geben. Also einfach so geht das. Ich war nicht der einzige Ausraster in England. Das war. War noch einer? Im Hotel alles. Bist du nur ausgerastet in London. Wir kommen im Hotel an. Die sagen, wir haben kein Zimmer für Sie. Wie, du hast gebucht? Ich meine, ich habe doch gebucht. Der Typ, der Page, der die Tür aufmacht, der meint so, you must be Mr. and Mrs. Twelman. Ich so, Merhaba, ja. Merhaba, ja. Korrekt, ihr wisst direkt, welch. Die machen die Tür auf, ja, eine Hilton in diese London, Hilton. Ja. Du weißt ja, wie die Briten sind, die sind da sowieso immer so, weißt du? Die machen die Tür auf, meint so, welcome Mr. and Mrs. Twelman. Ich so, oh, danke schön. Ich so, Merhaba, Legitim. So, wir gehen rein, die sagen, wir haben kein Zimmer für sie. Ich so, Alim, guck mal bitte da richtig hin. Richtig Palaver, ich ruf den Dings an, den, Schüssmo. Booker. Den Levent Abi rufe ich an, den Booker. Hm. Ich sag, ich will ihn erreichen, ich geh nicht dran. Ich so, ja, wie erreiche ich den denn jetzt? Hm. Was machen wir denn jetzt? Ich meine, wir sind in London. Ja. Morgens. Ich meine, wir haben kein Zimmer. Der fing an zu schwitzen. Der hat mein Handy auf den Boden geworfen. Koffer ist umgefallen. Was hast du denn? Ich wollte London anzünden. So, ich habe irgendwo probiert. So. Bis dann, was kommt aber raus? Ne. Dann hat Nadja zu mir gesagt, die meinte so, guck mal Schatz, guck mal, bleib du ruhig sitzen. Beruhig dich. Hier, trink was. Bleib ruhig. Ich kümmere mich darum. Dann ist sie gegangen, sie ist so diese Diplomatin, so diese Ruhe-Poliane. Sie ist gegangen, hat gesagt, hör mal zu, so, guck mal, guck noch mal genau, hier, T, W, dies, das. Was kommt dabei raus? Die hat den Namen falsch geschrieben. Die lässt uns eine Stunde da in der Lobby sitzen. Sie hat uns mit einem Zimmer-Upgrade vertröstet. Zimmer-Upgrade. Immerhin. Ja, das einzige Upgrade war, dass es da warmes Wasser gab. Immerhin. Mit einem Ausblick auf eine Baustelle. Ich bin ja immer so ein Typ, ich traue mich immer nicht hinzugehen und zu sagen, ey Leute, wollt ihr mich verarschen, das Zimmer ist zu klein oder irgendwas. Ja. Ich denke das zweimal, tagelang, solange ich in einem Hotel bin, denke ich immer,
wollen die mich verarschen? Aber wenn ich unten bin und die gucken mich an, haha, ja, yeah, yeah, everything is good, everything is good, ha, fuck mich das ab. Yeah, yeah. Aber ich habe es in New York, habe ich mich, da war ich auch nicht allein, da war ich mit Maria, wir waren in New York und wir hatten kein Zimmer mehr, irgendwie unser Zimmer war ausgelaufen, da gehe ich Laptop online, suche, was weiß ich, wo das war, Booking.com oder was, ein Zimmer in Manhattan und habe schneller als gefunden, da gibt's ja alles Hotels. Und auf dem Foto sah es ganz anders aus, als das Zimmer, was er uns gegeben hat. So. Und in New York, die Gebäude sind super alt. Die sind dann manchmal so, die werden dann immer enger nach oben hin. Und wenn du ganz, ganz, ganz oben ein Zimmer hast, zwar manchmal einen geilen Ausblick, aber du hast ein Zimmer, was mittendrin im Zimmer ist, so eine Strebe, dann ist noch so ein Ding, also richtig ranzig, ne? Aber auf dem Bild sah das richtig gut aus. Da habe ich mich einmal getraut, im Leben hinzugehen und zu sagen, ey Bro, the room ist so und du musst mit einem Fuß in der Dusche schon, bist du so. Und dann er so, ja, okay, pass auf, ich gebe dir eine in der fünften Etage. Und dann gehe ich in das Zimmer rein. Das war 3-4 Mal größer, selber Preis, siehst das, ich guck so, ich so, boah, jetzt sollte ich das immer machen. Ich mach das immer nicht so, ich trau mich immer nicht. Diesen Ärger, den du da gemacht hast, das trau ich mich immer nicht. Ich bin immer so, ja, schon gut und so. Nee, kann ich, so bin ich eigentlich auch. Ich bin immer so, ja. Mein Bruder ist ein bisschen anders. Immer Wirbel machen, ja, Sinan macht richtig, immer Wirbel. Zum Beispiel, ich bestell Cola, die holen Cola Light oder andersrum, ich immer, ja, ist gut. Ja. Passt schon. Ja, ich bin immer so, aber nein, ich reg mich immer auf, aber dann, ich kann nicht. Ich weiß nicht, ich bin da Wirbel nicht so machen. Auf Kontrollen. Ich bin immer für Wirbel machen, immer. wenn du im Recht bist, mach Wirbel. Cola und Cola Light kann man drauf scheißen, so weiß ich meine, aber. Ich bin da nicht so pingelig immer so. Ja, aber ich hab doch hier Mayo gesagt oder was. Auf Santorini bist du damit durchgekommen. Ich schwör's dir. Ja. Ich hab das Zimmer 4-mal wechseln lassen, 4-mal. Ich meine so, nein. Nein. Nein, der nein, nein. Der Fernseher steht im falschen Winkel zum Bett. So. Neues Zimmer. Und nein. Viel, viel geileres Zimmer gewesen. So. Bis wir ein Zimmer... Die haben gesagt, guck mal, du hast uns gefickt. Die haben gesagt, du hast uns gefickt. Kein Problem. Guck, weißt du was? Nimm die Honeymoon Suite. Hochzeit Suite. Janne, wir haben kein besseres Zimmer. So, du Hund, nimm, du hast uns gefickt. So. Ich meine so, nur ruf ihn nie wieder an. Was haben wir für ein Zimmer gekriegt, sag mal? Mit Jacuzzi im Zimmer, draußen. Wo war Meerblick. Santorini? Ja, ja. Ah, geil, schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Sehr schön. So, 4-mal sind wir umgezogen. Die haben gesagt, hier, nimm, jetzt geh von unseren Rücken runter. Walla, du hast unser Ende gebracht. So, aber musst du machen. Ich wünsche, ich wäre öfter so. Ich bin immer so Dings, keine Ahnung, kein Bock auf Konfrontation. Ich denke mal, ja, absolut. Kein Bock auf diese. Und weißt du, was bei mir auch immer ist? Wenn Leute zum Beispiel, keine Ahnung, auch bei McDonald's oder so, die Welle schieben, Müll machen und so und die Leute ansorgen, weil McDonald's so scheiße oder was auch immer, andere Firmen oder so, dann denke ich mir so, Mann, Dicker. Die Mitarbeiter, die können sowieso nichts dafür. Die sind doch die Ärmsten von denen. Voll. Die arbeiten nur für ein paar Euro. Dann bin ich da nicht so, oder auch im Hotel, wenn ich in einem Hotel bin und irgendwas ist scheiße, wo ich weiß, der Mitarbeiter kann sowieso nichts dafür. Das Internet ist hier teuer oder das ist teuer. Dann fuck ich mich nicht ab und mach irgendwas, wo der Typ, ich fuck die Leute nicht ab, weil ich weiß genau. So, aber gut. Aber es gibt leider dann immer die Menschen, die dann in dem Moment den Frust dann bei dem Mitarbeiter auslassen müssen. Ja, aber das bin ich. Ich bin immer sogar andersrum. Ich habe dann sogar mal Mitleid, weil ich denke mir so, boah, jetzt fucken die Leute die noch ab. Es gab noch ein Highlight. Du hast deine ersten Songs in die Charts gebracht. Zwei Songs habe ich gemacht. Zwei Songs. Ja, genau. Immer wieder neu. Immer wieder mit immer wieder mit More Trip. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Und den zweiten Song habe ich gemacht mit Dardan. Und wer ist der andere nochmal? Sag ich sofort. J-Ham. J-Ham heißt es. J-Ham. J-Ham. Mi Corazon. Mi Corazon. Ja. Kannst du Spanisch eigentlich? Ja, ein bisschen. Kannst du so gut Spanisch wie ich Türkisch? Nee. Dein Türkisch ist doch voll fließend. Ja. Und weißt du, was mein Problem ist? Das haben wir letztens schon besprochen. Ich habe nicht so viel Übung. Das ist ja auch dauernd Übung. Korrekt. Ich habe ja gar keine Übung. Also ich verlerne, was ich konnte, verlerne ich direkt. Und dann habe ich kann nur empfehlen, mit meinem bisschen Spanisch habe ich Narcos geguckt, diese neue Mexiko. Ja. Also selbst mit Spanisch verstehen, verstehst du kein Wort. Die sprechen da ganz ein Slang. Estamos. Verstehst gar nichts mehr. Was, Thomas? Ja, die haben halt, also die sagen nicht comprende, die sagen estamos. Und da habe ich mich letztens mit so einem Spanier ganz lange unterhalten, dass er auch sagt, ey, Alter, das ist voll der Slang, komme ich auch nicht weiter. Das nur nebenbei Info, Fun Fact auf jeden Fall. Und mein Spanier, wir haben da so Wörter benutzt in dem Track. Das kennt ja jeder, das ist ja international. Ja. Deswegen liebe ich ja Spanisch,
Es ist meiner Meinung nach noch krasser als Englisch, was Musik angeht. Ne? Deswegen kommen ja die so eine J Balvins, so, die kommen jetzt um die Ecke, haben 300 Millionen Follower auf Instagram, noch nie vorher von denen gehört. So. Mm. Normal. Deswegen machen ja, Spanisch, Drag-Make alle mit denen. Spanisch ist so eine schöne Sprache. So, das ist tanzbar. Du hörst, du denkst tanzen. Du denkst an, du hörst an Deutsch. Flamenco. Ja, du hörst Deutsch, du denkst Krieg. Also. Du hörst Arabisch, du denkst an... Ja, Arabisch ist auch schön, aber Arabisch ist eigentlich auch eine schöne Sprache. Zum sehr schöne nur Sprache. Hier in den Ländern, hier zulande ist das bekannt für eine Bombe legen. Ja. Oh, er hat Inshallah gesagt. Ich glaube, das bedeutet mit dem Boeing 747 irgendwo rein. Ja, ja. So er wusstest du, dass du in Venedig auf so ein... Darfst du kein Arabisch reden oder was? Nein, nein. Aber wenn du auf einem besonderen Platz in Venedig laut Allahu Akbar schreist, ne, haben Scharfschützen, die oben auf der Kirche sind, sofort Schießbefehl. Weil Allahu Akbar heißt ja auch so, ist ja so schlimm. Ja, nicht, Allahu Akbar heißt eigentlich nur, Gott ist der Größte. Aber man geht davon aus, weil man Allahu Akbar schreibt, nicht, dass danach ein Attentat folgt, haben die sofortigen Schussbefehl, bevor irgendjemand eine Bombe zünden kann. Ist, oder das, so. Ist das Proof, was du sagst? Weil, ja, das ist Proof. Weißt du, wenn irgendein Araber da ist, der findet das so geil, schön, macht ein paar Fotos, nach Gott, das ist groß, Alter. Hier ist schön hier. Ja, wenn er da steht, wenn er da steht und sagt, Subhanallah, oh schön. Dies, aber wenn du auf dem Platz stehst und schreist, Allahu Akbar, dann hast du sofort ein Ding. Wow, eine Sprache wurde verhunzt. Wow, Alter. Ja. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich in Amerika oder so bin, dann versuche ich auch, soweit es geht, diese Codewörter. Mashallah, Bruder, du hast Abitur geschafft. Oh, ich bin in Fesseln. So. No. Keine Wörter in Flieger. Und so. Ich weiß nicht, wie die mich schon angucken, schon mit schwarzen Haaren gucken die halt schon so an. Oh, der obwohl Amerika, die sind echt Dings. Die sind echt pingelig, was es angeht, ne? Du musst also, du musst auf jeden Fall cool bleiben. Musst ja, cool ne? Bleiben, auch Bullen und so. Da gibt es keine Widerrede. Wenn der sagt, halt an, dann sag nicht, Lack. Niemals halt dich an. Weißt du nicht, wer ich bin? Du bist tot, Digga. Ganz normal. Ja, ja. Du musst keinen reden. Ja, aber so, like serious dead. Ich glaube wirklich, du bist halt wirklich tot so da. Und die kriegen Orden dafür, weil... Nein, aber jetzt Spaß. Aber nee, das ist krass. Ich sag ganz ehrlich, das ist Teile von... Also ich will jetzt das nicht schlecht reden. Ich war schon sehr viel in den USA und ich muss sagen, wenn man da ist, ist es auf jeden Fall viel, viel, viel cooler und die Leute sind viel relaxter. Wie das immer so ist im Leben. Du denkst, dann kommst du dahin, ach, die Leute sind auch nur Mensch. Mhm. Aber ich muss schon sagen, man hat schon hier und da auch Paranoia. Ich will 2019 nochmal probieren, da reinzukommen. Wie, warst du noch nicht da? Was? Doch, ich war schon da. Was ich war in Los Angeles. Probieren? Was heißt, haben die dich schon mal nicht reingelassen? Ja, man sagt mir ach, wegen gewissen Sachen. Eine Zugehörigkeit zu einer gewissen... Gruppierung zu, deswegen. Wegen Ghana oder was? Ja, genau. Haben die mir die Ester verweigert, aber ich muss es nochmal, ich probiere es nochmal. Wenn du deutschen Pass hast, kann ich dir nur empfehlen, mach Visum, habe ich auch gemacht. Visum dauert ein bisschen mit Anträge und so, aber wenn du das hast, hast du 10 Jahre das Ding. Mit Multiply reingehen und so. Ja? Und Amerika ist nice. Ich kann nur empfehlen. Wie macht man das denn? Visum beantragen. Botschaft, Termin machen, hingehen, ich brauche ein Visum. Wo ist die Botschaft? Du gehst online auf die Botschaftsseite, da steht da, was du da machen willst, dann machst du halt, ich will ein Visum beantragen, da kommen so 15 Seiten füll aus so und dann kommt am Ende Termin, entweder Berlin, ich glaube Frankfurt haben die eins, ja, also wirklich cool. Muss ich sagen, viel cooler als zum Beispiel Russland wollte ich, da war ich auch, Moskau und so und da kriegst du nur ein Visum für 3 Wochen. Danach wieder, bada, komm, mach dich weg. Ist teuer und ist halt nur kurzlebig, aber der amerikanische, super, easy. 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre. Weißt du, 10 Jahre. Die Sterne, wie sind wie die Augen, Sterne schön. So, das wird auch ein Highlight des Jahres. Ich hab, ja, bitte. Was? Ja, dieser Song wird ein Highlight des Jahres. War sehr schön. Ich hätte eigentlich, haben mir Leute geschrieben, mach doch mal ein gemeinsames Der Tej mit Manuelsen und Massiv, weil, aber ich meine, dieser Kram ist lange vorbei. Der ist doch älter als... Ja, aber einfach, weil ihr diesen Song jetzt gemacht habt, hätte ein gemeinsames Interview, wäre schön gewesen. Jetzt gar nicht nur wegen dem Beef, einfach nur ein gemeinsames... Eigentlich müssten wir mal, guck mal, jetzt für Ende gegen 2018, ne? Ja. Lass mal der Tisch. Ja, der Tisch. Wir machen was Neues. Ja, bitte. Wir machen jetzt... Die Kommission. The Commission. Was ist das? Die Commission war ja damals,
wo die fünf New Yorker Familien sich organisiert haben, hat man den Kopf von jeder Familie, Bonanno, Gambino, die ganzen anderen Balenciaga. Da. Nein, da haben die eine Kommission gegründet, die haben den Kopf, haben sich getroffen und haben alles zusammen entschieden, damit nicht so viel durcheinander geht. Naja, die haben einen Vertreter noch gehabt, einen Boss von allen und so. Genau, Lucky Luciano hat das gemacht. Und wir werden im kommenden Jahr die Kommission gründen. Von allen Rappern oder was? Oder von Rap-Labels? Von den Rappern. Nein, Helene Fischer schickt ein. Aus Hamburg holen, aus Hamburg holen wir ein. Aus Berlin holen wir ein. Der die Stadt vertritt. Wir holen aus dem Ruhrgebiet ein. In Berlin, die können sich nicht einigen. Schon in Essen kann sich keiner einigen. Na, aber so, man kann jemand anderen nehmen. Okay. Weißt du, auf jeden Fall, der für dieses Gebiet spricht. Und dann machen wir die Kommission und tauschen uns über Hip-Hop aus und gucken, wo es endet. Und vielleicht können wir Streitigkeiten schlichten. Ja, stimmt. Vielleicht nicht. So, Tisch und so. Tisch, verraucht, dunkel, die Kommission. Ja, geil, geil. Die Kommission. Also, tut geil. Tisch zur Seite. Ich habe Hip-Hop.de was Neues gegeben ab 2019. Die Kommission. Also gut, man muss auch sagen, die Ur-Ur-Idee von der Tisch ist auch, gehört natürlich Manuel. Nein. Doch, du hast sie erfunden. Danke dafür. Guck mal, tut Tisch zur Seite. Chalas, wir haben Tisch gemacht, haben alle Leute gesehen. Ja, nee, so. So, jetzt machen wir die Kommission. The Commission. Die fünf Oberhäupter. Weißt du, was ich überlegt habe? Wir haben ja mit dir Tisch... Stark, ne? Für das sagen wir ehrlich. Stark, ne? Stark. Wer würde aus Essen ankommen? Warum aus dem Essen? Warum? Ja, okay. Dann sag mir... Guck mal, bei uns, wir sagen Ruhrgebiet. Okay? Aus dem Ruhrgebiet gibt es genug Leute, die kommen können. Sagen wir Ruhrgebiet, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt. Ja. München. München, es kommt jedes Mal nur Alias. Ja, München gibt's oder Blumentopf. Nee, die machen ja gar nichts mehr. Ja, warte. So, aber so auf jeden Fall. Weißt du, wie ich meine? Ja. Die Commission. Gut, können wir uns überlegen. Überlegen oder machst du? Da haben wir bei Tisch ja auch gesagt, gib mir ein bisschen Zeit, ich gucke. Aber ich glaube, das ist so eine ganz krasse Sache. Da muss viele. Immer wenn du viele Rap oder Rap-Leute, Rapper, Rap-Labels zusammenbringen musst, funktioniert es leider nicht. Weißt du, was du machen musst? Zu viele Verrückte. Guck mal, der wichtigste Faktor, den du machen musst, ist Geld. Du musst Sponsoren kriegen und du musst Gagen zahlen. Dann kommen die alle. Ja, das stimmt. So, dann kommen die alle. So, die Kommission. The Commission. Yes, gut, mein Lieber. Boah, was haben wir? Stunde 30 oder was? Boah. Krass. So, ich glaube, lass uns so ein bisschen das Jahr zumachen. Was sagst du? Hast du noch vielleicht ein... Was ist noch passiert? Da bin ich ja auch nicht mehr froh. Walla? Gio? Ist noch irgendwas passiert? Ist aber so ruhig, entspannt. Ist irgendwas gewesen noch? Nein, gar nichts. Der war doch gar nichts. Außer Ufo wollte aufhören. Achso, ja, gut. Aber Ufo wollte aufhören, hat wieder angefangen. Ist doch, das war doch aber Promo, oder nicht? Ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, Ufo hört auf, letzte Song, dies, das. Der Rapper XXXTentacion ist gestorben, wieder auferstanden, dann wieder gestorben, bringt doch ein Album raus, ist dann doch tot. 6ix9ine ist in den Knast gekommen für lebenslänglich. Erzähl mal da, was sagst du da? Nein, nein, also da angeblich, aber so. Nee, mal abwarten. Was sagst du dazu, abwarten. Hast du das mitbekommen? Ja, der 6ix9ine ist voll der Hund. So. Die werden den noch ficken. Der geht einfach live und sagt und beleidigt einfach die Bloods so, wenn er in Amerika ist so. Der sagt you fucking Bloods und so. Fucking Blood. Ja. War nicht gut mit dir? Ja, der sagt doch selber, dass er einer war. Aber dann ist er live gegangen, hat gesagt ja you fucking Bloods und ihr hasst mich, weil ich so erfolgreich bin. Ihr seid nur Bloods, ihr seid nix und so. Ich bin dies, das. Die ficken den. So, das. Was war noch? War noch was? Irgendwas bei den Kardashians, sag du mal.
Ja, ich meine. Ja, bei Kani ist ja immer was. Ja, bei Kani ist ja. Ach, ja. Du als Wendy-Gucker jetzt offiziell. Erzähl mal. Also, achso, ja, ich bin offizieller Wendy. Wendy Watson heißt die oder Wilson? Diese Williams. Wendy Williams. Diese genau. Dings. Ja, ja. Erzähl. Ich bin bekennender Fan. Ja. Bekennender Fan, die ich ist geil. Die auch lustig, echt. Die ist lustig, Mann. Die ist schon lustig, so. Alter. Und Kani hat gesagt, dass Slavery a choice ist. Ja. Was sagst du dazu? Der Kani hat sie nicht mehr. Ja, das ist ja wirklich, also da der braucht man ja gar nicht mehr. Das ist ja schon so krass. Aber pass auf, ne? Klar ist das, was er sagt, da totaler Müll. Aber sagst du, also ne, für alle Zuschauer, er ist angeblich oder ne, er sagt selber, viele sagen es, er ist bipolar, er hat Störungen, er ist wirklich krank, sagt man so. Aber eine ganze Zeit lang habe ich auch gedacht, das ist typisch Amerika irgendwie. Erzähl das blödeste Blöde. Ja, der ist einfach ein Marketing-Genie. Der ist ein Marketing-Genie, das alles. So, der ist einfach kein Dummkopf, das alles. So, und dann ist dieser Footballspieler, der bei der Nationalhymne auf die Knie gegangen ist, und der Präsident der Vereinigten Staaten sagt einfach zu dem Hurensohn: Das darf nicht wahr sein. Da ist doch so ein Footballspieler, ist bei der amerikanischen Nationalhymne auf die Knie gegangen. Das hatte irgend so eine Bedeutung, weil weswegen war das nochmal? Der jetzt während der Nationalhymne auf die hat, glaube ich, was sagt der nochmal? Gegen was hat er? Ja, auf jeden Fall protestiert. Gegen Rassismus war das. Rassismus, Schwarz, Power und ich glaube einfach, glaube ich, auch insgesamt gegen die ganzen Trump-Sachen, die der macht. Ich weiß nicht. Ja, aber warum auf die Knie gegangen? Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall irgendwie sowas. Und dann haben die den aus der NFL geschmissen, Fido. Also aus der NFL geschmissen. Seit 2 Jahren kriegt er keinen neuen Vertrag. Der war so ein stabiler Spieler. Seit 2 Jahren kriegt er keinen neuen Vertrag. Nike hat dann so eine Promo-Aktion mit denen gemacht, wo der Geld verdient hat, ordentlich. Ne? Aber dann haben die den Trump so gefragt nach dem Motto, ey, was soll das? Warum behandelt ihr denn so und so in der NFL und so? Da hat er gesagt, nach dieser Huren, hat gesagt, wortwörtlich, that son of a bitch. Das war gegen Rassismus, weil keine schwarzen Künstler beim Super Bowl aufgetreten sind. Okay, krass. Ich bin mir nicht sicher. Aber Beyoncé ist doch schon aufgetreten beim Super Bowl. Ja, die ist aber auch nicht wirklich schwarz heute mehr. Ich habe gerade geguckt, aber ich erinnere mich leider nicht mehr genau, worum es ging. Bleachings. Es ging vielleicht auch um dieses ganze Mexiko-Mauer. Kinder werden da den Eltern weggenommen am Zaun und so. An der Grenze, wo die rübergekommen sind und so. Bla. Ich weiß es nicht mehr so genau. Sorry. Schreibt es mir in die Comments. Aus irgendwie wissen. Sowas hat er das auf gemacht. Auf jeden Fall haben die protestiert während der Nationalhymne. Ja. Und dann hat der Präsident Druck gemacht auf die NFL-Mannschaften. Und anstatt dass die Mannschaften sagen, so hier, haben die dem Typen gesagt, ey, hör auf lieber damit. Und der Typ, guck mal, du denkst jetzt, ich sag Hurensohn. Der Typ hat wirklich Hurensohn zu dem gesagt. Das ist wirklich hart, Alter. Der sagte, that's son of a bitch. Irgendwann dachte er so, ich so, mein Gott, das sagt doch kein Präsident. Ja, das ist schon hart, Alter. Aber naja, fuck him. Oh Mann, das ist wie ein Unfall. Weil das war's jetzt mit Amerika. Ich so, ja, fuck him. Ja. Amerika, gestorben. Naja. Future hat sein 10. Kind bekommen von der 11. Frau. Echt? Der Future, oder was? Was ist denn da los, Alter? Der ist voll der Ich weiß nur, T.I. hat irgendwie 10 Kinder. Aber ich glaube, selbe Frau. Ja, Future hat, glaube ich. Das ist irgendwie ganz verrückt. Sierra war mit Bow Wow. Bow Wow war mit Joy. Joy war mit Future. Und die alle haben irgendwie ein Kind gegenseitig. So. Future und Bow Wow haben auch eins. Amerika, genau. Ich liebe es. Geil. Ey, komm öfter in meine Show. Wir haben hier, das ist geil. Das sind so Themen, die haben wir sonst nicht. Gut. Was diese Amerika ja, so Dings angeht, die ist voll die Spezialistin. Diese Gossip aus Amerika. Die Society-Expertin, dann sitzt sie da so. Ja, in Amerika ist vorhin das passiert. Witzig, Alter. Oh nee, Gott. Aber es ist hardcore. Dieses Jahr gab es natürlich, ich meine, jetzt können wir nochmal die ganzen Sachen abklappern, aber ich weiß nicht, ob du dich dafür interessiert hast, aber Kanye hat ein paar Alben rausgehauen, unter anderem Science, der hat Nas Album produziert. Hm. Der hat Kid See Ghost gemacht mit dem überdimensional talentierten Kid Cudi. Dings genau. Ist auch rausgekommen. Pusha T, genau. Ist auch ein super Album. Ich feiere echt. Voll in die Hose gegangen. Aber ich bin großer Fan von ihm. Warum fand ich scheiße? Ja, irgendwie. Das Ding mit. Ich glaube aber der Beef mit Drake. Ja, und der Beef mit Drake. Ja, der hat den gefickt. Ja, der hat den auf jeden Fall ein bisschen runtergeholt. Ne? Obwohl Pusha T eigentlich der beste Rapper safe ist, aber. Ja, aber Drake hat es einfach. Mit Drake kannst du nicht ficken einfach. Ja, du kannst einfach nicht mit. Das ist so wie früher. Wie hat man das mal, Chris Rock hat das mal einmal gesagt. Der hat gesagt, du kannst gegen Eminem nicht beefen. Der sagt so,
Dein Zeug läuft auf Jam FM, sag ich. Schön, Jam FM auf jeden Fall. Aber ich meinte Radio. Auch Hot 97 läuft dein Track, aber seine Tracks laufen auch im Country-Kanal. Und deswegen, also der ist halt, er wollte damit sagen, er ist weiß, er ist überall im Land. Du bist als, das schaffst du nicht, gegen den zu beefen, alleine was der für ein Reach hat. Und das ist auch mit Drake so. Du kannst gegen Drake nicht, der ist Mainstream, sein Vater, du kannst gegen den nicht beefen. Ich glaube, der ist einer der größten Künstler zu der Zeit, ne? Ja, der ist so Michael Jackson-mäßig. Er und Beyoncé so. Gibt es einen, der in dem Level da mitspielt? Drake, Beyoncé, Justin Bieber vielleicht? Ja, doch, Justin Bieber. Justin safe. Bieber. Und natürlich auch, jetzt nochmal, jetzt, weil ich das gerade gesagt habe, irgendwie werden sicherlich alle, also jetzt zahlentechnisch ist J Balvin und so bestimmt auch irgendwo in dem Bereich. Aber das kriegen wir nicht so mit, weil das so eine spanische Welt. Genauso wie wir die ganzen indischen super krass fame Schauspieler nicht mitkriegen. Hm. Die haben aber drüben locker 400 Millionen Fans, so. Shah Rukh Khan und so, ne? Mäßig. Also zahlentechnisch. A$AP Rocky ist auch weit vorne, ne? Geht, findest du? So mega Mainstream-mäßig? Meinst du nicht? Der hat auf jeden Fall voll die guten Brands am Start. Ja, so. Bands, die Stars. Wir haben Cardi B total viel. Ja, Cardi B. Ja, Cardi B ist auch strong. Cardi B ist groß. Die wurde jetzt schon als erfolgreichste Künstlerin der nächsten 5 Jahre erklärt. Echt? Also so krasse Verkaufszahlen hat, wow, die, dass die einfach schon safe so erklärt wurden. Cardi B, ja? Kriegst du dir gerade mit, dass sie sich von Offset trennt und so? Ja, hast du gesehen, wo der sich entschuldigt hat? Ja, aber das war so, das war überdimensional peinlich, oder? Ey, was war da denn los? Ey, wenn ich jetzt Cardi B wäre, ich würde so, safe. Worüber reden die? Aber wenn ich jetzt Cardi B wäre, ich safe die Hälfte der Entourage entlassen, Alter. Guck mal, die haben sich getrennt. Hm. Und irgendwie hat das Offset geschafft. Also der entschuldigt sich die ganze Zeit bei ihr. Wer live. Ist Offset? Offset von Migos, ne? Deine Freunde von Migos. Also die. Er entschuldigt sich die ganze Zeit live und so. Da bist du wie er, live. Und dann hat er irgendwie geschafft, auf einem Auftritt von ihr, einfach auf die Bühne Blumen zu organisieren, dies, das, er gibt ein Mikro und die ist so total, die war so sauer, bestimmt so abgefuckt. Ja, die war richtig, ne, am Kochen auf der Bühne, oh, so. Die haben sich getrennt und er versucht, die wieder zurückzugewinnen und die hat Schluss gemacht und der kommt jetzt so auf Bühne. Ja, die waren zusammen. Ja, die waren zusammen, genau. Und dann kommt er so auf Bühne mit Mike. Müsst ihr euch mal angucken. Auf jeden Fall habe ich voll gefühlt, wie die sich gefühlt hat. So, ich so, boah, das wäre mir auch über die... Hat die denn so Abs vorgegeben? Ja, der sagt doch so, I love you, bro. Sagt das, love you, bro. Und dann hat der Mike weggetan, haben die noch so gestritten. Man hat gesehen, die sind sich so am Diskutieren. Der hat bestimmt gesagt, du sagst mal ein bisschen behindert, was machst du hier oben? Die hat bestimmt gesagt, da ramme ich jetzt schon, oh, im Land, man jagt uns den nächsten Land, aber na gut, dumme Jojo. Der ist, glaube ich, Fremdgang, ne? Der so hat, weißt du bestimmt, oder? Ich bin da nicht so drin. Fremdgang bestimmt, oder? Schon so in die Richtung, glaube ich, ging. Ich verfolge ja die Yellow-Dings Press da nicht. Ich sehe das nur, wenn, was weiß ich, Wordstar oder sowas postet. Oder Complex oder so, Scheiß. Was ich aber interessant fand, war das mit Kevin Hart. Der wurde ja engagiert für die Oscars. Ah, ja, hast du mitbekommen? Ja. Das ist auch hart. Das ist so, Kevin Hart sollte die Oscars moderieren. Und dann haben die alte Tweets von ihm gefunden. Also was heißt gefunden? Die sind ja da, guckt ja keiner nach. So, aber 10 Jahre alte Tweets, wo du so das Wort Faggot und so benutzt hat für Jokes. Was weiß ich, ey, wenn mein Kind anfängt zu spielen mit, Puppen oder so, dann sage ich, mein Sohn, du wirst gar nicht schwul. So, solche Jokes hat er gepostet. Und Leute haben sich dagegen so gedingst. So, ja, hier Kampagne und so gegen schwul, gegen dies und Community und bla. Da musste er da zurücktreten davon. Auf jeden Fall wird er nicht die Oscars moderieren. Ich glaube sogar, er ist so weit gegangen, dass er gesagt hat, ey, das sind super alte Tweets, ich bin das nicht, klar, aber ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Oscar so, ey, entschuldige dich, dann machst du das. Dann der so, nein, mach ich nicht. Dann genau, so. Erstmal wurde er von der schwarzen Community runtergemacht, warum er den Job überhaupt angenommen hat. Ja, auch witzig so, ja, zweimal runtergemacht, ey. Genau. Oh Mann, ey. Was für ein verrückter Talk hier am Ende noch. Auf jeden Fall... sehr interessant. Also die Yellow Press in Amerika ist viel lustiger als unsere auf jeden Fall. Hip-Hop, was los, US, dann seht ihr die beiden. Nee, aber bei uns die Yellow ist immer das, Bruder, Alter. Das ist immer so boring, Alter. Ah, guck mal, um abschließend nochmal zu sagen, ne? Ich kann noch nicht wirklich viel sagen, aber 2019 wird bei der Drex GmbH was sehr, 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 sehr Schlimmes passieren. Was denn? Oh. Oh mein Gott. Das wird so ein Film. Ich schwör's dir. Komplette Warte ab. Ich lach nicht. Aber so. Wir gucken. Ich lasse euch jetzt einfach mal so damit.
Alles klar, also Freunde, das war 2018 aus der Sicht von Manuelsen. Ich bedanke mich bei der wunderschönen Nadia, dass du dabei warst. Manuelsen, danke, dass du hier warst. Natürlich auch an die Gang, an die Drecksgamer. Furra ist am Start. Birdman-Style. So, der schönste Code auf Instagram. Und, der schönste Code auf Instagram und der braucht auch noch einen Beinamen. Gib du. DJ Khaled. DJ Khaled from Instagram. ja, das war 2018 aus der Sicht von Manu. Wenn es alles gut geht, Freunde, sehen wir uns bei der Jahresrückblick gewohnterweise mit Flizzy zusammen. Da gibt es seit Jahren immer einen Jahresrückblick und es gibt natürlich die Badewannen-Talk, natürlich Silvester 31. Und am 1.1. gibt es wie gewohnt, damit eröffnen wir immer das Jahr. Seit Jahren, weißt du es, mit wem ich was los eröffne? Am 1.1. seit Jahren. Nee, mit wem? Ah, mit PA, weißt du nicht? Ah, mit Palm. Echt? So, damit ihr es wisst. Mashallah. Ansonsten, genau. Ich weiß nicht genau, wann ihr das jetzt seht, ob diese Woche, ob nächste Woche, aber das Album ist raus, es ist sehr hörenswert. Oh. Manuel ist ein Bilislal. Und ich kann nur sagen, ja, watch out auf jeden Fall. Das Album ist sehr geil, ihr habt viel vor. Rex GmbH ist am Start. Und ich im Schatten ist am Start. Willst du noch vielleicht sagen, 2019 Ausblick, was wird bei euch abgehen? Kann ein, zwei Sachen sagen? Also auf jeden Fall, Kabal wird kommen. Kabal kommt mit dem Album Finsternis. Cass kommt mit dem Album Cream. Dukat und Sami werden mit diversen Singles ankommen von der Drecks GmbH. Und die Drecks GmbH wird ein neues Signing vorstellen. Dazu aber dann. Yes! Okay, Freunde, wir sehen uns im Outro wieder. Ja, gut, sehr gut. Danke. Freunde, yes, yo! Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr habt einiges gehört. Vielleicht könnt ihr mir mal dazu auch eure Meinung schreiben. Ich meine, der ewige Streit mit Bushido, der ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren am Start. Jetzt scheint es sich zu beruhigen. Schreibt mir was in die Kommentare. Wie ich gesagt habe, natürlich fühlen sich einige verarscht. Bei solchen Ansagen, die da hin und her gemacht wurden und dann immer wieder, ja, okay, dann ist das cool. Andererseits, natürlich, also grundsätzlich ist man ja dafür, dass Frieden ist, das ist ja klar. Auf der anderen Seite, wie gesagt, verstehe ich auch, wenn die einen oder anderen Leute sagen, ey, was ist das jetzt? Deswegen schreibt mir doch dazu mal was in die Kommentare. Die Fußballgeschichte fand ich sehr interessant. Die Benfica-Geschichte von der Nadja fand ich sehr interessant. Da natürlich auch auf ihrer Seite gehen, Instagram. Und supporten, ja, ihr könnt ein T-Shirt kaufen und wie sie gesagt hat, das geht an gute Zwecke. Manuel hat, finde ich, ein sehr gutes Album rausgebracht. Ich fand die Promotion ein bisschen kacke und ich finde meiner Meinung nach, also geht auf Spotify, gibt dem Album eine Chance. Scheiß jetzt mal auf, wo das gechartet ist oder was auch immer. Scheiß auf Charts, Mann, ey. Zieht euch das Album ein. Ja, ich hoffe, da kommt noch was mehr und was soll ich euch noch sagen, Freunde? Es ist der erste Weihnachtstag, 25. heute. Ist doch erster Weihnachtstag, ja, klar. Schreibt mir doch auch mal gerne, wie ihr Weihnachten verbracht habt. Das Outro mache ich heute etwas länger, weil ich schätze, alle sitzen so zu Hause und gucken das, weil ihr nichts Besseres zu tun habt. Oder einfach, weil ihr einfach, keine Ahnung, zu Hause sein müsst mit Family und chillt. Seid froh, dass ihr eine Family habt, bei der ihr chillen könnt. Jeder, der da draußen alleine ist und denkt, ey, ich bin alleine, Mann, Weihnachten. Digga, ich bin auch alleine. Ich bin auch hier am Worken. Also fühl dich gedrückt von Ruth. Ich bin am Start, ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Yes, wir werden das zusammen durchziehen. Ist eh so eine sehr gekünstelte Geschichte auch. Immer mit diesem Konsumscheiß. Ne? Gibt Liebe, lieber ruft eure Freunde an und sagt denen, dass ihr, dass euch hier oder da leid tut, wenn ihr Scheiße gebaut habt. Oder dass ihr die einfach mögt. Oder ruft doch eure Freunde an, geht Tankstelle, holt eine Cola, hängt rum. Mach ich auch gleich. Okay, das mache ich immer. Ja, oh nein, eine bescheuerte Idee ist das. Hängt nicht an Tankstellen ab. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Danke, dass ihr dieses Jahr am Start wart bei uns, hip-hop.de. Klar kommen noch Folgen, wie am Anfang schon gesagt. Noch zwei, drei Folgen kommen. Aber dann verabschiede ich mich auch ins neue Jahr und dann sehen wir uns im neuen Jahr hoffentlich etwas häufiger wieder. Dieses Jahr gab es ja sehr wenig was los, Folgen, weil ich natürlich überdimensional viel anderes Zeug zu tun hatte. Leute, die mich verfolgen, wissen das. Aber ich werde in der Badewanne Real, Real, Real Talk Folge nochmal dazu sprechen und dann könnt ihr auch eure ganzen Fragen stellen. Und eure Fragen beantwortet kriegen. Ihr wisst ja alle, wie mich verfolgen wissen. Ja, Badewanne, Real Talk, Amaskoi. Yes! Ja, ich küsse euch. Mua! Tschüss.